Hi. Hi. Hallihallo. Ja, da sind wir schon wieder. Diesmal mal andersrum. Da haben sich die anderen jetzt vorgedrängt und begrüßen euch, die Hörer, schon mal zur offiziellen Batman News Joker-Besprechung. Der Gerd, wir haben ihn schon gehört. Grüß dich. Hallo, Bernd. Schönen Abend. Und der Rico, ihr zwei, ihr habt den Film ja schon besprochen in einer Ausgabe und man hat schon gehört, ihr tut euch da so ein bisschen schwer, ihr wollt eigentlich spoilern ohne Ende. Was waren da so die großen Herausforderungen für euch? Nicht zu spoilern. Es war wirklich dieses Nicht-Spoilern, weil der Film halt de facto davon lebt, von seinen Szenen. Und wenn du dann eine Kritik schreiben willst oder den Film besprechen willst, musst du auf diese Szenen, auf diese Bilder eingehen. Sprich, in dem Moment musst du den Inhalt preisgeben. So, und das war unser Problem, wo wir halt die ganze Zeit drumherum geredet haben, was ein bisschen merkwürdig rüberkommt im Nachhinein. Wir wollten den Film ja, so haben wir es ja auch angekündigt, dann auch in größerer Runde besprechen, zum Beispiel, dass der Henning mit dabei ist. Der hat es allerdings noch nicht geschafft, den Film zu gucken. Der arme Mann muss so viel arbeiten. That's life. Dafür hat er Shazam und Aquaman geguckt. Nur mal so. Und deswegen haben wir es dann geschafft, einen alten Bekannten hier in die Runde reinzubekommen. Ganz kurzfristig hat er zusagen können, hier ist er, der Alex. Ich grüße dich. Hallo zusammen, guten Abend. Hey, Alex, wir haben dich damals schon mit dabei gehabt, da ging es um die Erwartungen zu Batman wie Superman und die Erwartungen zur Justice League. So, genau. Und da wir jetzt mal einen Film konkret besprechen, mal die Frage, was wären denn jetzt deine Erwartungen an den Joker-Film gewesen? Gute Frage. ich habe eigentlich von Anfang an schon gewusst, dass der Film halt keine typische Comic-Verfilmung sein wird. Und mehr eine Art Drama oder Thriller, von daher. Und das, also Todd Phillips hat das ja schon vorher weitaus schon mehrfach bestätigt, dass der Film für sich alleine stehen wird und nichts mit einem kommenden Universum zu tun haben wird. Von daher wusste ich schon direkt, worauf ich mich da einlasse. Wir sprechen auch gleich drüber, ob sich das dann auch für dich dann soweit ergeben hat. Erzählt mir mal, also wann habt ihr den Film jetzt nochmal gesehen oder habt ihr ihn jetzt nur in der Pressevorführung gesehen, Gerd und Rico? Ich habe ihn mir noch einmal auf Deutsch angeguckt und noch einmal auf Englisch, weil ich ihn auf Deutsch nicht so toll fand, da wollte ich mir nochmal auf Englisch angucken, tatsächlich, vor der Besprechung. Ja, das letzte Mal gestern Abend tatsächlich. Ja, bei mir genauso, einmal nochmal in Deutsch und noch einmal in Englisch vorgestern. Wart ihr alleine oder habt ihr noch jemanden mitgenommen? Ich war noch mit jemandem zusammen dabei im Kino gewesen. Beide Male. Ja, ich mit meinen Freunden halt. Sind ja auch immer für so. Alex, du hast den Film mit wem gesehen? Mit meinem besten Freund habe ich den letzten Samstag gesehen, auch in Deutsch. Und übermorgen bin ich jetzt nochmal mit dem Film mit einer größeren Gruppe. Und ja, bin ich mal gespannt, wie die auf den Film reagieren. Also bei mir war es mit meiner Frau. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, gemeinsam in den Film zu gehen, auch am Samstag. Ich finde es interessant, dass ihr jetzt schon drüber sprecht, okay, den kann man sich schon ein zweites Mal angucken, also ohne damit eine Wertung abgeben zu wollen, aber das Bedürfnis, diesen Film nochmal sehen zu wollen, das hat sich in Grenzen gehalten. Einfach weil die Stimmung, sagen wir mal, dann schon gegen Null driftete nach dem Film. Also das Kann ich nachvollziehen. Aber er arbeitet lange nach. Dementsprechend kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, das kann man sich noch mal geben. Wir sprechen hier über einen Film, der ja versucht, eine Joker-Origin zu erzählen, seine Ursprungsgeschichte. Das ist jetzt eine Sache, wo man ja immer gesagt hat, ja, vom Joker will man ja gar keine Ursprungsgeschichte hören. Oder ja, ich fand es eigentlich cool, dass er nie so greifbar war und auch die Mechanik wie in The Dark Knight, dass er da verschiedene Ursprungsgeschichten erzählt, ohne dass man wirklich weiß, wer er ist und sowas. Oder ja, es gibt doch nur diese eine Ursprungsgeschichte und zwar die in The Killing Joke. Jetzt muss ich euch mal fragen, was kennt ihr denn noch für Ursprungsgeschichten oder kennt ihr tatsächlich jetzt auch nur so die Killing Joke Ursprungsgeschichte? Ja, die von Tim Burton, ja. Das ist so, zum Beispiel eine, ne? Ja, im Prinzip auch Tim Burton und Killing Joke sind für mich die bekanntesten, ja. Ich erinnere mich grau daran, dass ich bei den Telltale-Spielen, da gab es eine Joker-Geschichte, auch eine Origin, die ich ganz gut fand. Da hieß er John Doe und da, je nachdem, wie man sich entwickelt hat, ist er dann halt mehr oder weniger böse geworden. Die fand ich eigentlich damals ganz interessant für so ein Spiel, aber das wäre nur noch mal so irgendwie so eine, das war auch so eine komplett eigene Interpretation der ganzen Sache. Ich habe mir das dann auch mal angeguckt, was
gab es denn offiziell für Ursprungsgeschichten? Und ab wann gab es denn überhaupt eine Ursprungsgeschichte für den Joker? Der Joker, den gibt es ja seit 1940, da war er dann auch in der ersten Batman-Ausgabe mit dabei. Da war er noch so eine Art Massenmörder, so eine Dick Tracy-Schurkenfigur, wenn man so möchte. Er war ja auch als nur einen One-Off geplant. Also damals hat man ja mal Schurken eingezogen und dann ist man sie gleich auch wieder losgeworden, indem man sie dann auch getötet hat. Da hat man allerdings relativ schnell beim Joker bemerkt, da steckt Potenzial drin. Allerdings bis zu einer Ursprungsgeschichte, da hat es dann 11 Jahre gedauert. Das war dann erst in Ausgabe Detective Comics 168, also 1951. Ist das die Red Hood-Geschichte? Das ist die Red Hood-Geschichte. Und das ist eigentlich das, okay, was mich fasziniert hat, dass es schon so früh diese Geschichte um diesen Red Hood gab. Und das ist eigentlich mehr oder weniger auf einem Panel dann letztendlich erzählt. Der Joker erzählt, dass er mal ein Labormitarbeiter war, der sich zur Ruhe setzen wollte und sich dann überlegt hat, dass er jetzt einfach mal einen 1-Million-Dollar-Raub, 1 Million, rauben möchte. Er ist dann irgendwie mit diesem Red Hood, also mit dieser roten Kappe, ist er dann durch Säure durchgeschwommen und hat dann gemerkt, dass diese Flüssigkeit, diese Substanz, durch die er durchgeschwommen ist, seine Haut bleich gefärbt hat, seine Haare grün und seine Lippen rot gefärbt haben und sich seine Gesichtszüge praktisch zum ewigen Grinsen verewigt haben. Und das war dann in der Story The Man Behind the Red Hood. Also das ist eigentlich so die Story, die es eigentlich schon seit 1951 gab und die seitdem so dieses Element mit reinbrachte, Säure oder eine Substanz, hat die Hautfarbe des Jokers verändert und dieses ewige Grinsen in sein Gesicht gezaubert. Und natürlich diesen Red Hood-Aspekt, der ja, den ich jetzt zum Beispiel immer der Killing Joke-Story immer eigentlich zum Teil hätte werden lassen. In den 70er Jahren war es ja dann so, dass dann Dennis O'Neill und Neil Adams dann den Joker nochmal so zu so einem mordlustigen Irren dann auch letztendlich gemacht haben. Es gab ja dann so die Phase in den 50er Jahren, da war das ja eher so der lustige Joker, wie wir ihn dann ja auch in der 60er-Jahre-Serie dann erlebt haben. Apropos 60er-Jahre-Serie, wusstet ihr, dass es da auch ein Origin des Jokers gab? Nope. Mm-mm. Also in einer Nebenbemerkung wird erwähnt, dass der Joker in seinem vorherigen Leben ein Hypnotiseur war. Ja, okay. Ja. Und dann gab es halt eben in den 80er Jahren dann eben von Alan Moore dann eben die Killing Joke Variante, die jetzt heutzutage jeder so kennt. Aber es gab dann noch so verschiedenste Varianten. Da gab es eine Storyline, die nannte sich Pushback, in der wurde dann Jokers Frau von einem korrupten Polizisten im Auftrag von Gangstern ermordet. Das war dann übrigens auch eine Storyline, in dem dann der Name Jack vorkam für die Figur, bevor er zum Joker wurde. Es gab auch mal von Paul Dini und von Alex Ross eine interessante Interpretation, und zwar, dass der Joker ein sadistischer Gangster war, der diese Red Hood-Identität nur angenommen hat, um sich diesem Thrill hinzugeben, als Kleinkrimineller gejagt zu werden und weiterzumachen. Und es wurde das Szenario aufgeworfen, dass der Joker eigentlich gar nicht krank im Kopf ist, sondern er das nur nutzt, um der Todesstrafe zu entgehen. Das war die Story Case Study. Und dann gibt es ja noch die Storyline in Batman Confidential. Da ist der Joker, oder da heißt er auch Jack, ein gelangweilter Arbeiter. Er ist von Batman nach so einem Überfall ist er fasziniert. Und irgendwie kommt es dann eben dazu, dass Jack Batmans Freundin verletzt, woraufhin sich Batman rächt und ihm Jack mit dem Batarang ein Lächeln ins Gesicht vernarbt und ihn auch noch an eine Gruppe Gangster verrät und die wiederum foltern ihn in einer Chemiefabrik und nach einer Verfolgung und einer Schießerei und so weiter kommt er da eben auch mit Chemikalien in Berührung und auch dann wird er dann zum Joker. Und auch in der Story von The Brave and the Bold wird zum Beispiel auch gezeigt, dass die Eltern des Jokers von ihm selbst verbrannt wurden, weil sie ihn dabei erwischt haben, wie er Tiere quält und tötet. Das ist bei Brave and the Bold drin. Nicht der Zeichentrickserie. Ah, okay, ich dachte gerade. Ja, okay. Und laut der Zero Hour Storyline soll der Joker sogar ein Anführer einer ganzen Red Hood Gang gewesen sein. Ja. Das sind jetzt mal so die Sachen, die hauptsächlich in den Comics vorkamen. Dass der Joker in der 60er-Jahre-Serie ein Hypnotiseur gewesen sein soll, haben wir ja schon gehört. Tim Burtons Batman, da wissen wir ja auch hier die Geschichte mit dem auch eben Verbrecher und dem Axis Chemical-Unfall. Dann, dass er in der Animated Series ein Auftragsmörder war, ein ehemaliger, der eben eine Chemiefabrik ausrauben wollte und dann eben auch da dann eben zum Joker wurde. Oder dann eben diese Dark Knight-Geschichte.
oder Geschichten, die er da erzählt, die aber eher zeigen, okay, nichts stimmt, weil dieser Typ hat wahrscheinlich eh keinen Ursprung. Und dann haben wir die Suicide Squad-Interpretation, in der man zumindest davon ausgehen kann, dass hier auch Chemikalien eine Rolle gespielt haben. Ja. Und jetzt gibt's aber auch noch die Frage, und das ist so eine Sache, die mich beim Betrachten des Films nämlich dann immer wieder in den Kopf gab, was ist denn so die Joker-Variante, die man für sich selber bevorzugt? Ich bin so in den 80ern aufgewachsen mit einer bestimmten Art von Joker. Gleichzeitig habe ich die 60er-Jahre-Serie gesehen. Also was ist so euer Joker? Der Massenmörder, der spaßige Clown aus der 66er-Serie, der mordlustige Irre, der verrückte Killer-Clown mit Gadgets, der unberechenbare wie geniale Mastermind, wie es in The Dark Knight gezeigt wurde, oder ein durchgeknallter Pimp, wie eben in Suicide Squad. Also ich muss schon sagen, jetzt vor allem auch nach dem Film sind meine Sympathien für Heath Ledger schon wieder sehr gestiegen und seinem Joker. Muss aber auch dazu sagen, dass wenn ich mir immer noch der Überzeugung bin, dass wenn man den Jared Leto Joker nicht so verheizt hätte, dass der auch ein cooler Gegner hätte sein können. Ich meine, diese Tattoo-Geschichte und diese Grills, war ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, dass er so ein Pimp ist. Aber generell der Schauspieler und auch der Look mit diesen richtig grünen Haaren, mal diesem gebleichten Gesicht, da habe ich schon Gefallen dran, weil das halt schon auch, wie ich finde, sehr comicnah ist. Wie gesagt, über den Rest kann man sich streiten natürlich, aber sonst würde ich auf jeden Fall mit Heath Ledger gehen. Gerd? Mhm. Mein Joker ist ganz klar klassisch. Das ist der Killing Joke Joker und der auch in Dark Knight Returns letztendlich präsentiert wird, halt dieser irre Massenmörder, der halt seine persönliche Agenda mit Batman hat. Also der als Antithese zu Batman funktioniert. Das gab es filmisch natürlich auch mit Heath Ledger, dessen Darstellung auch da sicherlich brillant war. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Joker und auch der neue Joker ist nicht mein Joker. Mein Joker ist tatsächlich der Comic-Joker und das ist halt dieser irre Massenmörder. Und das ist halt der, den Alan Moore beschreibt und das ist halt auch, wie gesagt, der, den Frank Miller beschreibt. Mhm. Alex, wie sieht es bei dir aus, dein Joker? Ja, bisher eigentlich ist immer noch Heath Ledgers Joker mein Lieblings-Joker, obwohl ich den von Joaquin Phoenix, also ich glaube, da trenne ich noch ein bisschen so, dass ich halt einfach von seiner Darstellung so überzeugt war. Und auch irgendwo fasziniert war. Ich mag aber auch die ganze Red Hood-Geschichte. Also ich mag auch Batman und Under the Red Hood und das greift ja eigentlich noch diese alten, also von den Comics her noch diese Ursprungs-Red Hood-Geschichte ja mit auf, ne? Und ja, ansonsten Jack Nicholson's Joker, damit bin ich ja groß geworden. Der Nicholson-Joker, also der ja noch so ein bisschen dieser Gadget-Joker ist, ne? Der die Spritzblume hat, aber die eben mit Säure ist, um Leute zu töten, auch in Massen letztendlich, aber immer irgendwie was total Beklopptes irgendwie auch da mitschwingt, sei es irgendwie durch übergroße Pistolen oder wie es in den Comics war, mit riesigen Hau den Lukas-Hämmern und solche Geschichten. Das ist so mein Bild des Jokers. So ein bisschen gepaart eben mit Killing Joke. Also tatsächlich so in die Burton-Richtung, was ja irgendwie so beides vermengt. Und das wäre so meine Vorstellung eines klassischen Jokers, wobei ich auch den von Heath Ledger in seiner Interpretation zumindest recht genial fand. Gerd und Rico, ihr habt den Film ja das letzte Mal versucht, schon spoilerfrei zu bewerten. So ganz konnte ich nicht raushören, was denn jetzt so eure Meinung zum Film selber war. Also bei Rico hatte ich immer noch so ein bisschen Zweifel rausgehört, ob er das gut findet, was er da jetzt gesehen hatte. Und Gerd, glaube ich, bei dir habe ich gesagt, du warst richtig begeistert. Wie würdet ihr eure Meinung denn jetzt nochmal auf den Punkt bringen? Ich habe ja auch das schriftliche Review verfasst. Also ich bin immer noch der Meinung, es ist für mich der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und zwar, wie man einen Film macht, aufzieht und so weiter, auch ich sag mal kontrovers aufzieht. Und das ist tatsächlich mal etwas anderes als dieses 0815 Blockbuster-Kino. Da stehe ich auch weiterhin zu. Als Joker-Film oder als Comic-Film muss ich jetzt nach dem dritten Mal sichten
sagen, geht die Begeisterung ein bisschen zurück, weil je öfter ich mir den jetzt angeschaut habe und wie gesagt, ich habe ihn mir halt angeschaut, weil er halt so widersprüchliche Gefühle auch bei mir ausgelöst hat, also die ja von Abscheu über Begeisterung bis teilweise Fassungslosigkeit reichten, habe ich mir den jetzt auch ziemlich genau nochmal analysiert, um zu gucken, was für Knöpfe drückt der Film eigentlich, um das zu erreichen. Und mir ist jetzt schon aufgefallen, dass er doch sehr, sehr manipulativ ist, ne? Und da kommen wir auch später noch zu, der ganze Diskurs, der jetzt auch stattfindet, schon etwas drüben ist. Es ist ein toller Film, es ist auch ein Oscar-würdiger Film, gar keine Frage, und er hebt auf jeden Fall das Medium Comicfilm nochmal auf eine neue Ebene, aber es ist jetzt auch nicht das ultra-brillante Meisterwerk der Film, den man in 1000 Jahren gesehen haben muss. Mhm. So, Alex, von dir jetzt mal eine frische Meinung zum Film. Ja, ich war begeistert. Also vom ganzen Setting, Look. Ich war hin und weg vom kompletten Soundtrack. Der hat mich echt abgeholt. Joaquin Phoenix Darstellung habe ich hier schon vorhin angekratzt. Und da muss ich Gerd recht geben. Also da sind viele Faszinationen drinne, von Abscheu und Ekel zu eine Faszination, wie macht eigentlich so ein Schauspieler was? Was denkt er eigentlich gerade dabei, wenn er so wahnsinnig wird? Der Film, der hat mich sehr begeistert und ich muss dem Gerd auch nochmal da recht geben, das war einer der besten Filme, die ich dieses Jahr auch gesehen habe. Also grundsätzlich mag ich das Filme, die mich unterhalten, aber wenn die mich jetzt nochmal ein paar Tage lang so im Alltag noch beschäftigen, dann haben die auf jeden Fall was richtig gemacht. Und ja, der Film auf jeden Fall. Dich hat er ja auch nochmal beschäftigt, dass du ihn ja nochmal angeguckt hast. Hat sich da an deiner Meinung nochmal was geändert oder wie würdest du sie jetzt auf den Punkt bringen? Also ich muss dazu sagen, als wir den Podcast aufgenommen haben, bin ich gerade aus dem Kino gekommen das letzte Mal. Also ich habe den quasi hier live verarbeitet, den Film. Okay. Und auch danach, der Film ist halt so, was ja auch wieder zum Joker passt, der ist halt in alle Richtungen so, wie soll man sagen, der macht keinen Sinn in viele Richtungen. Einerseits ist das Schauspiel von Joaquin Phoenix überragend, da würde ich gar nichts hinkommen lassen. Aber als Film an sich funktioniert er bei mir auf ganz vielen Ebenen einfach gar nicht. So, also da hat es ganz viele verschiedene Sachen, die ich einfach, wo ich auch beim zweiten, aber beim dritten Mal habe ich dann auch echt schon Sitzfleisch gebraucht, weil ich dann echt auch anstrengend fand, zeitweise. Aber ich wollte halt nochmal gucken, damit ich halt, weil ich auch gar nicht so, am ersten Mal auch gar nicht so ganz begreifen konnte, was mich daran so gestört hat. Ist sie dir zu lang? Das nicht unbedingt, aber so auch wieder mit hier mit mentalen Problemen umgeht und wie dann er. Ich fand da ganz viele Sachen einfach schwierig, tatsächlich. Die Länge ist es nicht mal, aber es ist halt einfach alles auch so arg mit dem Holzhammer teilweise. Und auch warum der Film Joker heißt, wurde mir dann irgendwie auch nicht ganz klar, weil ich finde ja, dass der da auch ganz sich frei, das ist so frei interpretiert, wo ich dann sagen würde, okay, das kann man dann schon machen, aber ich will dann auch keinen zweiten Teil davon sehen. Ich fand es. Auch jetzt fällt es mir schwer, das in Worte zu fassen, was ich über den Film denke, weil da ganz viele Sachen zusammenkommen, weil ich auch Sachen gut finde. Der ist super gefilmt, der Score ist toll, aber so inhaltlich hat er schon viele, viele Schwächen, wie ich finde. Okay. Meine Meinung zum Film, ich fand ihn wahnsinnig unangenehm. Ja. Also es war eine ganz interessante Art, sich einen Film anzuschauen. Weil ich war in Dauerspannung. Also man wusste ja nicht so wirklich, was einem erwartet. Man hat ja auch ganz viele Sachen im Vorfeld noch gehört, ne? Also das muss man ja auch mal dazu sagen, bevor wir ins Kino sind, da war meine Schwiegermutter hier und die hat gesagt, ihr geht's jetzt aber nicht in diesen grausigen Film, oder? Dann, wieso grausig? Ja, der soll so derb sein und das soll's ja dann abgehen und Blut spritzen und ganz grausig. Selbiges habe ich davor auch noch in der Arbeit gehört. Da hieß es dann auch, ja, der Film soll ja mit seinen Gewaltspitzen und so weiter ja nicht gerade vom Berg halten und dass das ja, sie würden sich den Film gar nicht erst angucken wollen, weil der so brutal sein soll. Und gedacht, Moment, das habe ich aber jetzt vorher noch gar nicht wahrgenommen, dass das Thema so sein soll. Naja, auf jeden Fall geht man natürlich dann mit einer gewissen Anspannung in so einen Film rein. Und diese Anspannung hat sich auch dank dieser ganzen handwerklichen Geschichten, ne, der Optik, dem Sound, ich würde es noch nicht mal Soundtrack nennen, aber diesem Sound, der sich durch diesen Film zieht und dieser Stimmung, die sich durch den Film zieht und dieser tatsächlich beeindruckenden schauspielerischen Leistung von Phoenix,
hat mich das unter ständiger Anspannung gehalten. Und gleichzeitig, so gut ich den Film auch in all diesen handwerklichen Sachen fand und so sehr ich auch diesen künstlerischen Aspekt, der hier und da eben versucht wurde oder auch durchgesetzt wurde, ich interessant fand, war ich am Schluss dann schon da gesessen und habe mir wieder diese ursprüngliche Frage gestellt, braucht es jetzt für diesen Film einen Joker? Ist das denn der Joker, den ich hier sehe? Die Frage habe ich für mich noch nicht hundertprozentig beantworten können, weil ich glaube, teilweise ja. Ich glaube, ihr habt in eurer Besprechung ja auch gesagt, in den letzten 5 Minuten des Films ist es ja der Joker, so wie man ihn kennt. Ich habe mich aber bei dieser gesamten Vorgeschichte zu dieser Figur immer wieder gefragt, ist das jetzt wirklich die Vorgeschichte zu meinem Joker? Also, und ich rede jetzt nicht, dass das jetzt eine Vorgeschichte zu einem Heath Ledger Joker ist, das wäre ja absurd. Aber tatsächlich, dass ich mir sage, ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich so, ist das am Schluss auch der Joker, den lässt der schon vermuten, dass das der Joker ist, den ich erwarte? Mein Joker ist nämlich zum Beispiel auch ein Mastermind, jemand Geniales, jemand, der sich durchtrickst, der schlau ist, jemand, an dem Batman eben auch zerbrechen kann. Weil körperlich wird er mit ihm wahrscheinlich ja nicht gleich auf sein. Das ist ja der größte Unterschied, ne? Mhm. Genau, und bis auf die Szene in dieser S-Bahn, wo er sich durch andere Clowns hindurch manövriert und dadurch den Polizisten entkommt, ist mir diese Genialität, dieses Mastermind-hafte, und ich mir ist klar, wir sprechen hier von den Anfängen des Jokers, aber da ist es für mich noch nicht erkennbar. Und somit macht er für mich in diesem Film noch nicht diesen Joker aus, den ich mir vorstelle, sondern halt eben jemanden, der anscheinend recht große Probleme seit seiner Kindheit hatte und durch die Gesellschaft, weiß ich noch nicht mal, aber durch praktisch Störungen in seinem Dasein zu dem wird, was er dann letztendlich im Film auch ist. Und selbst da weiß man nicht, ob es der Joker ist. Also ich bin schon der Meinung, es ist der Joker. Und zwar ist er für mich in dem Moment der Joker tatsächlich in dieser U-Bahn-Sequenz, nämlich dann, wenn er den Dritten, also den er nicht mehr zu erschießen bräuchte, der ja abgehauen ist, wenn er den halt kaltblütig verfolgt, da kommt für mich halt der Joker drüber, weil der Joker ist ein kaltblütiger Mörder. Ich gebe dir vollkommen recht mit dieser Genialität, das fehlt, was mir auch fehlt, und das ist eigentlich was mit dem das ist mir beim zweiten Mal schauen aufgefallen und beim dritten Mal nochmal verstärkt. Der Joker ist eine Figur in den Comics und auch in den Filmen, also auch Jack Nicholson oder sogar Heath Ledger in den Filmen. Das ist eine Figur, die zur Selbstreflexion fähig ist. Also gerade auch das Comic The Killing Joke lebt ja davon, dass der Joker eigentlich weiß, was er ist. Der Joaquin Phoenix Joker, also diese Darstellung, diese Figur hat von Anfang bis Ende, ist die nie fähig zur Selbstreflexion und so weiter. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich es im Nachhinein so sage, da macht sich der Film auch ein bisschen einfach mit, indem er halt alle Probleme des Jokers mit Problemen von außen zu erklären versucht. Der ist nie bereit, darüber nachzudenken, dass er eventuell kein brillanter Comedian ist, dass er eventuell nicht lustig ist und so weiter. Witzigerweise ist aber Jack Nicholson und auch Heath Ledger sind genau dazu fähig. Und in Killing Joke und in Dark Knight Returns, in den Comics, ist der Joker auch zu dieser Selbstreflexion fähig, was ihn ja erst als Antagonisten so interessant macht. Das ist halt so ein bisschen mein Problem mit dem Film, weil ich halt, für mich wirkt der Film wie so ein Mashup, wie das irgendwie Todd Phillips oder sonst irgendjemand mal an so einem, ich kenne doch diese T-Shirt-Stände, die es immer im Urlaub gibt, wo dann irgendwie Krusty der Clown auf einmal wie Pennywise aussieht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Und für mich ist so ein bisschen der Film, als ob der irgendwie ihr Travis Bickle aus Taxi Driver, oder ich weiß gerade nicht, wie der aus der Comedian heißt, und sich gedacht hat, Mann, das wäre aber ein geiler Joker. Oder überleg mal, das wäre ein Joker. Und das war, glaube ich, der ganze Pitch für den Film so. Und ich will das nicht, ja. Ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt. Aber trotzdem finde ich so ein bisschen, dass da so ein bisschen dann, dass man sich da so ein bisschen drauf verlassen hat. Weil ich habe gerade nochmal beide Filme geguckt, Taxi Driver und The Comedian. Mhm. Und King da ist halt Comedy, schon, ja. King of Comedy, Entschuldigung, ja, ja. Und auch, ich meine, allein der rote Anzug ist ja schon aus King of Comedy, ja. Wenn wir mal am Anfang. Und da ist halt so ein bisschen, mein Problem, weil dafür, und wenn dann die Leute von einem Meisterwerk reden, dann denke ich mir, dann guck doch lieber den Film an, den es vor 30 Jahren schon mal gab. So, weil das ist ein richtiges Meisterwerk, weil der hat es halt nicht so geklaut. Damit habe ich kein Problem. Ich hatte damit auch kein Problem, weil ich habe beide Filme schon ewig nicht mehr gesehen. deswegen, ich hatte die nicht vor Augen. Ich habe, glaube ich, Taxi Driver vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. King of Comedy auch.
Der ist übrigens bei Prime Video, glaube ich, auch. Also falls man sich den mal gucken möchte, den wollte ich nämlich noch vor Filmstart noch gucken. Aber letztendlich war es auch gut, dass ich ihn nicht geguckt habe, weil so konnte ich den Film jetzt einfach als das sehen, was er ist. Ja. Musste ihn nicht vergleichen mit irgendwas. Wobei, Alex, du hattest ja ursprünglich ja uns auch deine Meinung schon als Soundfile geschickt. Ja. Du hattest genau. Auch noch American Psycho noch mit richtig. Aufgebracht, ne? Ja, der Film, der spielt ja gerne mit dem Zuschauer halt, ne? Ja. Befindest du dich jetzt in den Gedanken des kranken Kopfes vom Joker? Oder ist das tatsächlich die Wahrheit? Und ich sage jetzt mal, die ganze Geschichte mit seiner Nachbarin, das war von vornherein mir irgendwann mal schon klar, das kann ja nicht seine Freundin sein. Das war ein bisschen zu schnell und zu plump erzählt. Und im Nachhinein wird der Zuschauer auch aufgeklärt. Nur am Ende, da habe ich mich schon gefragt, so ist das jetzt alles so passiert, wie es da dargestellt wurde? Ne? Ach so. Und auch das mit dem Tagebuch, mit seinem Tagebuch, das Gleiche, ne? Das ist auch der Punkt, wo ich inzwischen sage, was den Film dann wieder so genial macht und warum der auch so diskutiert wird, weil man da wirklich jeder da was anderes reininterpretieren kann. Und ich inzwischen auch schon fast der Meinung bin, das ist mir gestern, also vorgestern beim dritten Mal gucken, so aufgefallen, im Prinzip kann dieser ganze Film nur im Kopf von Arthur Fleck stattgefunden haben. Nichts von dem, was gezeigt wird, ist tatsächlich als Realität erkennbar. Du findest immer wieder Momente, wo du denkst, Moment, das kann jetzt sein, dass es real ist, das kann aber auch ohne weiteres sein, dass es sich das einbildet. Das zieht sich quasi wirklich komplett durch den ganzen Film. Das ist schon am Anfang, auch wenn er da hier Murray Franklin, seine erste Traumsequenz, wenn er in Murray Franklins Talkshow auftritt, ne, also ja. Da, ne, dass er bei seiner Mutter lebt und seiner Mutter fliegt, auch das ist ja schon eine Wahnvorstellung und eine Wunschstellung. Das könnte alles sein im Film. Und da fehlt mir bei dem Film halt so ein bisschen, um es jetzt mal ganz plump auszudrücken, die Eier, finde ich. Um halt auch Sachen einfach mal ein bisschen, also um, ich finde halt, wenn du so einen Film schon machst, dann musst du auch den Mut haben, Sachen durchzuziehen. Und gerade auch, was die Sache mit seiner Freundin betrifft. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, dass der, dass man da nicht direkt weiß, weil ich meine, wir saßen, glaube ich, alle im Kino und dachten, hä, die tun halt sich so eine komische Liebesgeschichte noch irgendwie reindrücken. Das ist ja, das macht jetzt, das passt ja irgendwie gar nicht dazu. Und mir ist dann schon relativ schnell bewusst gewesen, dass das dann alles irgendwie nicht, dass es das irgendwie alles nicht so sein kann, dass da irgendwie, ob es sich jetzt einbildet oder nicht, dachte ich mir, also das war dann dieser Comedy-Szene, als ich im Hinterkopf dachte, ich, okay. Ja, klar, aber auch, dass er sie dann zum Schluss, dass es offen bleibt, ob er sie jetzt umgebracht hat oder nicht, das ist so ein bisschen was, das wäre so, ich will jetzt keinen Gewaltexzess sehen. Gar nicht. Aber du musst halt bei einer Figur wie dem Joker, der muss halt auch so ein bisschen, Da muss ein bisschen mehr dazu gehören. So ein bisschen, da muss auch so ein bisschen irgendwie, weil sonst habe ich hier irgendwie eine Figur im ganzen Film, die ich sehe, die jetzt halt so ein bisschen mentale Probleme hat und der böse Staat, der dann kein Geld mehr aufbringen kann für ihn und keine Psychologen mehr, keine Medikamente, dann nimmt er seine Medikamente nicht mehr, dreht durch und bringt alle rum. So, und das ist, was der Film mir dann erzählen will im Endeffekt, dass ja alle anderen schuld sind und dann ist der arme Junge auch noch missbraucht worden und sonst irgendwas. Ja, das ist es da. Der ist und, der. Und dann zum Schluss, und dann hast du nicht mal das, willst du dann nicht mehr so stehen lassen, weil man dann im Prinzip dann den Christopher Nolan Ausweg gegangen ist und gesagt hat, na gut, jetzt dreht sich der Kreis oder dreht er sich nicht. So, ist er jetzt von Anfang an, war er die ganze Zeit in der Psychiatrie oder ist er dann zum Zuschuss reingekommen? Richtig. Und da fehlt halt für mich so ein bisschen, da hätte für mich, und ich weiß ja nicht, ob es jetzt von Anfang an so war oder ob man dann, weil ich finde, ein paar Sachen wirken so, als ob die erst hinterher eingefügt wurden. Und da ist es halt auch das für mich so ein bisschen, ist es jetzt wirklich so, ist es das, was passiert ist, ist es nicht so, oder wollte das Studio, dass man sagen würde, es könnte eine Origin vom Joker sein. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen, da habe ich mich schwer getan. Wollen wir mal kurz an diesem Schluss bleiben? Ja. Weil das, was ihr jetzt gerade aufstellt, das war mir jetzt gar nicht so bewusst beim Schauen. Also, dass man dann den gesamten Film in Frage stellen könnte, ob das denn, so wie du gerade eben sagst, so eine Inception ist, eine Art von, war der ganze Film jetzt erzählt aus seiner Situation in dem Arkham Asylum, wo er wahrscheinlich sitzt. Weil wir sehen ja am Schluss, dass sich die Ereignisse ja so zugespitzt haben, dass sie ja dann auch zu der Ermordung der Waynes führen. Und das wird ja nochmal am Schluss, da hat er ja dann gelacht und die Psychotante hat ja dann ihn gefragt, worüber er denn lacht und was war die Antwort dann nochmal? You wouldn't get it. Ja.
Er guckt dann so lachend an und sagt, you wouldn't get it, oder du, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Und dann, genau, und da wurde die Ermordung der Vaynes nochmal kurz reingeschnitten. Genau. Mhm. Da fehlt halt diese nötige Konsequenz, weil auf einmal er immer noch, nachdem er diesen beliebten Talkshow-Host umgebracht hat, immer noch von allen so verehrt wird von ganz Gotham City. Das hat für mich halt schon arg nach Einbildung gewirkt. Wie er da zum Schluss auf das Auto gehoben wird und alle stehen vor ihm. Das war halt ein zu arger Filmmoment einfach, anstatt dass er, das hat irgendwie zu dem Rest des Films nicht gepasst. Am Anfang, dass der Kapitalismus ja böse ist und dass das, und in Form von diesen drei Bankern, dass die umgebracht werden müssen, dass das vielleicht noch in der Stadt funktioniert, das okay von mir aus. Aber dass dann sich alle dann vor ihm, nachdem er diesen beliebten Talkshow-Host, den er selber auch davor gemocht hat, bis er sich über ihn lustig gemacht hat, umbringt und dann ihn alle immer noch deswegen verehren, das war für mich dann schon so ein eheres Anzeichen, dass er sich den ganzen Film nur eingebildet hat. Ja, das ist aber auch, wie gesagt, das hast du aber auch in dem Film. Das ist zum Beispiel erstmal sind ja grundsätzlich bei ihm alle anderen schuld, dass es ihm schlecht geht, dass irgendwer schlechte Gedanken hat. Da wird ja am Anfang, wissen wir noch nicht, da kommt ja noch gar nichts mit dieser Missbrauchgeschichte. Das Interessante ist, dann kommt dann plötzlich dieses Torre-Element, dass er denkt, er wäre der Sohn von Thomas Wayne, weil seine Mutter angeblich eine Affäre mit ihm hatte. Und auch das, dann hat man dann auch nicht die Eier, das durchzuziehen. Genau, weil da fragst du dich auch, ist das jetzt tatsächlich wirklich der Vater gewesen und der hat die Macht dazu, halt das einfach alles umzuändern, die ganzen Dokumente? Und dann geht's aber weiter, ne? Dann kommt plötzlich diese Akte und dann steht da plötzlich drin, ja, er ist als Kind missbraucht worden von dem Freund der Mutter, an der Heizung festgekettet worden und sexuell missbraucht worden, weswegen der Mutter das Kind abnehmen wollte, was aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschehen ist. Und da habe ich mich beim zweiten Mal gucken schon gefragt, Moment mal, die erste Wahnvorstellung ist, er ist in Wirklichkeit der Sohn von Thomas Wayne. Das heißt, er ist eigentlich kein armer Schlucker, sondern er ist ein Prinz, den noch keiner entdeckt hat. So, nachdem das nicht funktioniert, ist die nächste Wahnvorstellung, ich bin als Kind missbraucht worden, deswegen bin ich so. Und das ist, was ich meine. Dieser Typ ist in keinster Weise, das ist ein Narzisst von Anfang an, allererster Güte. Und der ändert sich auch in diesem Film nicht. Das heißt, der wird auch gar nicht wahnsinnig in diesem Film. Der ist nämlich schon von Anfang an in seinem Narzissmus gefangen. Das ist, finde ich, etwas, was die meisten Leute inzwischen so auch so ein bisschen wegreden, nach dem Motto, die Gesellschaft ist dafür verantwortlich. Und dann sage ich, ja, ihr habt recht, aber in einem bestimmten Punkt. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass solche Typen an Waffen kommen, dass solche Typen nicht behandelt werden. Dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Aber er selbst entscheidet sich ja letztendlich, die Typen in der U-Bahn umzubringen, weil der erste hätte Notwehr sein können, hätte ich noch akzeptiert. Der zweite und dritte ist kaltblütiger Mord. Und was er danach macht, ist ebenso kaltblütiger Mord. Das aber hat die Zeitungen haben von Anfang an den schon als eiskalten Mörder dargestellt. Dabei, normalerweise könnte ja die Polizei nach noch einer Forensik könnte ja sagen, Moment, ein Einschusswinkel aus diesem und dem vom Boden nach oben, das kann ja nur Notwehr gewesen sein, das kann kein eiskalter Mord gewesen sein. Ja, aber der Rest ist als eiskaltes Mord. Ja, aber wie der an der Treppe, ja. Aber die Frage ist doch zum Schluss, hat der wirklich drei Typen umgebracht oder hat er nur die drei Typen umgebracht oder hat er nur seinen Arbeitskollegen umgebracht oder ist das jetzt tatsächlich sein Arbeitskollege? Hat er überhaupt gearbeitet? Die Schlussszene von dem Film ist letztendlich, stellt den kompletten Film dermaßen in Frage, dass im Prinzip jetzt Todd Phillips und Warner hingehen können. Die können jetzt alles machen. Aber erklärt mir das bitte nochmal. Warum ist gerade die Schlussszene dafür verantwortlich? Na, weil halt im ganzen Film immer, wenn irgendeine Veränderung in dem Film ist oder irgendwas passiert, er bildet sich immer ein. So, er hat sich die Freundin, hat er sich eingebildet. Auf einmal finden ihn dann alle Dufte, weiß man nicht, ob er sich eingebildet hat. So immer, der Film versucht immer, er ist der Bruder von Thomas Wayne, hat sich die Mutter, der Bruder von Bruce Wayne, der hat die Mutter sich nur eingebildet. Alle interessanten Punkte, die der Film meiner Ansicht nach versucht zu machen, wird dann relativ schnell wieder revidiert oder dann anders gelegt, so. Und dann zum Schluss hat mit der Szene, wo er dann in der Klapsmühle sitzt, da könnte ich mal auch sagen, weil man sieht ja am Anfang eben schon mal in der Klapsmühle. Ich glaube, relativ am Anfang dem Film sieht man schon mal, wie er dann den Kopf gegen die Wand klatscht, als er mit der Psychotherapeutin redet. Im Endeffekt hätte er auch die ganze Zeit drin sein können.
Ja, dazu kommt noch die Aufnahme. Es ist plötzlich alles strahlend weiß mit einem Weichzeichenfilter versehen. Und dann gibt's da noch die Szene, wo er den Gang entlang tanzt mit den blutigen Fußspuren, die dann implizieren, er hat jetzt die Psychiaterin, die zufälligerweise zwar nicht die gleiche ist, aber sehr ähnlich der Sozialarbeiterin ähnelt, die er halt am Anfang des Films aufsucht. Also auch das ist, glaube ich, gewollt und so weiter. Mhm. Aber sie hat so eine ganz merkwürdige Perücke angehabt, was das Ganze als Traumsequenz schon quasi sind. Und dann kommt dieser tänzende Schritt und plötzlich hat man diese blutigen Spuren in die Unschärfe, in das weiße Licht. Und wir wissen, alle Szenen in Filmen, wo jemand ins weiße Licht reintänzt, sind eigentlich Todesvisionen. Das heißt, ich könnte also auch argumentieren, rein theoretisch sehen wir zum Schluss, in der Schlussszene, den Joker oder Arthur Fleck sterben. Also wir könnten das auch ohne weiteres dahingehend interpretieren, das ist der Moment, wo Arthur Fleck stirbt und der Joker endgültig geboren wird. Ja. Das ist was Rico auch irgendwo recht hat und was ich im Nachhinein auch sehen muss. Der Film will kontrovers sein, er macht das auch, er macht das sogar sehr manipulativ, aber er traut sich in vielen Punkten nicht die letzte Konsequenz zu gehen und das dann auszuspielen. Nee, dann hält man sich wieder eine Hintertür offen und dann mache ich dann wieder drei Windungen hier und lasse das Ganze halt nicht real wirken oder sonst was. Und da weiß ich nicht, wollte man das Ganze jetzt abschwächen oder ist das Kalkül? Und ich, beim dritten Mal gucken habe ich mir gedacht, nee, das ist Kalkül. Die haben den Film genau daraufhin getrimmt. Und das ist dann, was bei mir so einen faden Beigeschmack inzwischen hinterlässt. Wie gesagt, ich finde den technisch und brillant, der ist toll inszeniert, das ist ein super Film, aber das macht ihn im Nachhinein, hat das so, wie sagt ihr das in Bayern, so ein Geschmäckle, Bernd, oder so ähnlich, ja. Schwabeländle, Geschmäckle. Ja, Geschmäckle, ne? So, das kommt dabei bei mir so letztendlich rum ein bisschen. Tja, Bernd, damit hast du nicht gerechnet, oder? Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht. Nee, ich bin auch tatsächlich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe den Film tatsächlich nicht unter dem Aspekt gesehen. Was gleichzeitig jetzt wiederum bei mir den Wunsch auslöst, ihn doch nochmals zu sehen. Bernd, das ist es, dieser Film. Beim ersten Mal gucken, das habe ich auch zu Rico im Podcast gesagt. Ich habe beim ersten Mal gucken, ich wollte ihn eigentlich nicht nochmal sehen, weil ich empfand diesen Film als bedrückend, unangenehm. Das hat richtig wehgetan, ihn zu gucken. So, und ich habe mir natürlich dann noch angeguckt, weil ich wusste, wir machen diese Besprechung und da wir auch unsere Zuhörer ja informieren wollen, da muss man auch mal den sauren Apfel beißen und ein unangenehmes Gefühl überwinden. Und beim zweiten Mal gucken, dann achtet man halt mehr auf diese technischen Sachen halt schon mal, ne? Und plötzlich sieht man halt Dinge, weißt du, dann ist man ja jetzt klarer bei Verstand und dann fängt man an, die Dinge in anderen Relationen zu sehen. Ja, und dann bleibt natürlich immer noch, also Joaquin Phoenix Schauspiel, da wird es nie was dran zu rütteln zu geben. Das ist eine der besten Performances, die ich von dem Schauspieler je gesehen habe. Das ist ein Fakt. Und ich hoffe, dass der Mann dafür einen Oscar bekommt und so weiter. Ob Todd Phillips den Oscar für den besten Regisseur bekommt, jein. Also da bin ich jetzt nicht mehr so ganz von überzeugt. Weil auf der einen Seite, ich habe nichts dagegen, dass er Taxi Driver und King of Comedy zitiert. Jeder gute Film kopiert andere Filme und Filme existieren, weil man von anderen etwas übernommen hat und am besten hat man es auch besser gemacht. Das hat auch Burton gemacht, das hat Nolan gemacht und so weiter. Aber hier verlässt er sich dann doch zu sehr auf diese Stilmittel. Da kommt jetzt noch American Psycho, war jetzt ein Punkt, den hat Alex gebracht, den hat mir gestern auch jemand gebracht, da bin ich vorher noch nicht drauf gekommen. Mir hat dann jemand anders gesagt, wo ich drauf gekommen bin, ist noch ein bisschen so Mean Streets, aber das ist auch ein Scorsese-Film. Das heißt, ja, dieser Film hätte auch von Scorsese sein können. Also ist de facto zu 90% ist ein Film wie Scorsese. Du hast ja auch ein bisschen mitgearbeitet am Anfang. Ne? Wie er ihn wahrscheinlich inszeniert hätte. Also das ist schon, das ist ganz merkwürdig. Aber ich glaube, diese Widersprüchlichkeit, die der Film bei einem auslöst, die macht ihn ja dann auch wiederum interessant. Und wie gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass der tatsächlich im Gespräch bleibt. Weil auch das muss man mal sagen, seit langem, bei diesem ganzen Blockbuster-Action-Comedy-Einheitsbrei. Gott sei Dank, ein verdammter Film, der auch mal wieder ein bisschen zum Nachdenken anregt. Weißt du, wo die Leute nicht nur sitzen und sagen, sondern wirklich nochmal den Kopf anstrengen müssen und sich auch mal Sachen fragen müssen. Allein das ist es wert, sich diesen Film anzuschauen. Absolut. Wie waren denn eure Vorstellungen, als ihr jetzt außerhalb der Pressevorführung in den Kinosälen wart, wie waren die denn ausgefüllt? Bei uns in Rosenheim war alles voll. Jeden Alters auch? Ja,
von meiner Meinung nach zu jung bis angenehm alt wie ich. Ja. Ich bin halt nach der Pressevorführung immer nur spät abends gegangen. Deswegen, die waren die meisten Leute, würde ich schon so in meinem Alter sagen. Also, das war auf jeden Fall voll bei mir. Es waren noch ein paar wesentlich ältere Pärchen, also eher Gerd das Alter. Ich fand es erstaunlich halt einfach, dass das Kinopublikum so leise war. Also das erlebe ich wirklich mal selten. Und auch in einigen Szenen komisch reagiert hat, wo ich mich dann auch gefragt habe, meine Güte, was ist denn jetzt mit denen los? Ne? Das war halt diese berühmte Szene, wo der seinen ehemaligen Arbeitskollegen da in seine Wohnung umgebracht hat. Ja. Und da waren die Leute so mit dem, die haben so gelacht, wie der den zermetzelt hat. Abgesehen von der Brutalität muss ich auch noch mal was dazu sagen. Ne? Das wird auch ein bisschen aufgebauscht. Klar ist der Film irgendwo hart, was die Szenerie angeht, aber der ist nicht brutaler als ein Quentin Tarantino-Film. Nee, aber es ist realistische Gewalt. Und ich glaube halt, das ist komplett Kalkül, ist alles. Das ist die ganze Sache drumherum. Es ist genauso, wie dass du noch irgendwie einen Soundtrack von so einem Kinderschänder mit reinbringen musst. Klar, ist, natürlich. Diese Kontroverse wollten die halt haben. Und absolut. Der Erfolg gibt denen ja auch recht damit. Ja. Und das ist, glaube ich, eher so das Ding, dass die schon, ich meine, ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Anhaltspunkte dafür. Das ist einmal dieser Song, der drin ist, den man auch bewusst gewählt hat, meiner Ansicht nach, weil das. Und es sind dann auch so diese, dass man auch dann vorher dann irgendwelche Pressemitteilungen rausgibt, dass irgendwelche Leute aus dem Kino rausgegangen sind. Und weil es so schlimm und so hart war, was in den USA ja bei jedem Film fast passiert. Da gehen auch Leute aus irgendwie Blade Runner raus. Ja, so Marketing, ne? Von was für einem Song sprichst du? Wie heißt denn der Rock'n'Roll Anthem von Jimmy Glitter? Das ist ein. Ja, genau, von Gary Glitter. Gary Glitter, ja, das ist ein verurteilter Kinderschänder. Ja. Das ist der Song, der kommt, wenn der Joker quasi in Zeitlupe, nachdem er den Typen umgebracht hat, das erste Mal in seiner Montur aus der Wohnung rausläuft. Genau, weil das kennst du, das kennst du auf jeden Fall, das Lied. Ja, dieses. Und da hat jetzt auch Warner Brothers heute oder gestern genau, hat jetzt gesagt, dass sie wahrscheinlich auf dem Soundtrack das Lied nicht drauf mitnehmen würden. Nee, ist es auch nicht. Also, ich habe einen Soundtracker hier zu Hause, da ist es nicht drauf. Okay, das dann, und so Sachen halt, ich für mich ist es schon so ein bisschen, ja, du willst halt dann. Ich glaube nicht, dass man so eine Produktion heute noch durchwiegt und einem sowas nicht bewusst ist. Nee, aber das ist, was man auch mal sagen muss, dass diese Gewalt diesen Impact hat. Das liegt aber tatsächlich daran, weil wir jetzt im letzten Jahrzehnt das Jahrzehnt hatten von übertriebener Gewaltdarstellung, die kein Mensch mehr ernst nehmen konnte. Weil, weißt du, in dem Moment, wenn einer erschossen wird und der dann 20 Liter Blut in Zeitlupe verliert, ist das auch für den letzten Deppen klar, dass das Comedy ist und so weiter. Beim Joker ist es eigentlich inzwischen, war das einfach so, es war in dem Moment auf ultra realistisch getrimmt. Es war noch nicht mal sehr explizit gefilmt, wieder nur angedeutet und so weiter. Das heißt, man hat wieder klassische 70er Jahre Filmschule gemacht, nach dem Motto, wir deuten eigentlich mehr an, als das, was wir zeigen. Und in der Fantasie des Zuschauers wird daraus viel mehr. Und genau das ist passiert. Das ist auf den Punkt perfekt inszeniert. Bravo halt. Ne? Mir hat's gereicht. Ich habe auch die Augen zugemacht. Also ich war da, ich kann bei manchen Sachen dann auch nicht mehr hingucken, auch wenn es angedeutet ist, weil ich möchte auch gar nicht erst Gefahr laufen, manche Sachen zu sehen. Ich weiß auch nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Also als er da eben den großen Dicken dann praktisch klein gemacht hat, das war mir dann eine Spur, zumindest von dem her, was ich nicht gesehen habe, zu viel. Aber ich fand es dann wiederum genial, wie sie das dann mit der Fallhöhe mit dem Kleinwüchsigen gemacht haben. Weil man tatsächlich, und das war für mich der unberechenbare Joker in dem Moment, also diese Unberechenbarkeit in dieser Szene, weil man tatsächlich nicht wusste, was macht er jetzt? Lässt er ihn wirklich gehen? Dann diese wirklich undankbare Szene mit dem Türöffner, ja, an den er einfach nicht hochgekommen ist und er praktisch seinen potenziellen Killer fragen muss, ob er ihm bitte die Tür aufmacht. Der hat ja nochmal ganz kurz nochmal so sich bewegt, so wohl, der hat ihm ja die Tür geöffnet. Und dann hat er sich ja noch mal kurz so bewegt, als würdest du jetzt denken, okay, der tötet den jetzt doch noch. Aber auch da war der Joker so inkonsequent für mich. Ich hätte zum Beispiel tatsächlich, als es dann am Anfang gekommen ist mit diesen verschiedenen Medikamenten, die er nimmt. Ich glaube, ich hätte sogar einen guten Ansatz gefunden, wenn man dann merkt, wenn er die Medikamente nicht mehr bekommt, dass das was mit ihm macht. Aber auch ich finde, das wird eher so lapidar, so am Ende, dass er dann auf einmal auch viel schlauer wird. Das wird gar nicht mehr aufgenommen. Ich fand das auch, wie gesagt, es wurde am Anfang mal gesagt, er nimmt 7 Medikamente. Ja.
Und dann wird nicht weiter aufgegriffen mehr in dem Film. Das macht er leider bei vielen Sachen. Es wird sehr viel wird angedeutet und gesagt und es wird nie mehr aufgegriffen. Ja, ne? Naja, er sagt schon, dass er sich jetzt freier fühlt, jetzt seitdem er sie genau. nicht mehr nimmt. Also das sagt er schon. Also da hätte halt für mich so ein bisschen der Wandel, weil der war halt trotzdem immer noch, ich finde irgendwie was bei dem Film, das naive Söhnchen, das er da immer noch am Anfang war oder noch immer noch ist, das Selbstbewusstsein, weil das kann ja, Joaquin Phoenix kann das ja super auf einmal auch in dieser Bahnsequenz dann super selbstbewusst wirken. So. Aber diese Verwandlung macht er das ja doch eigentlich mit dem Tanzen. Also jede so diese Tanzszene ist doch immer ein Stück weiter seines neuen Ichs. Also so eine Verwandlung durchlebt er ja in dem ganzen Film durch dieses Tanzen. Oder soll es so für den Zuschauer das soll so darstellen. Und für mich ist es aber auch eigentlich so, das ist ja, das habe ich auch schon, hatte man ja schon in unserer Besprechung gesagt, es ist keine Verwandlung. Im Prinzip wird der Joker nur weg, weil der ist schon die ganze Zeit drin. Wie gesagt, es gibt in diesem Film nicht, also Arthur Fleck ist von Anfang an eine gestörte Persönlichkeit. Da gibt's überhaupt keine Diskussion drüber und so weiter. Und das Einzige, was er um was es geht, er möchte halt Kontrolle über sein Leben haben. Er hat aus irgendeinem Grund die Kontrolle in seinem Leben verloren. Sei es jetzt durch Medikamente, sei es durch diese scheiß Jobs und so weiter. Also alles, was er versucht zu erklären. Und dieser Mann will Kontrolle haben über sein Leben. Das ist das Grundthema dieses Films. Ne? Und er übernimmt diese Kontrolle in dem Moment, wo er die Waffe in die Hand nimmt. Das heißt, da fängt er an, sein Leben zu kontrollieren. Und er entscheidet sich letztendlich fatal falsch. Für die falsche Sache ne, und wird deswegen oder lässt dann diesen Joker rauskommen. Aber der ist schon die ganze Zeit in ihm drin. Ihm fehlt nur die Mittel. Hier ist das Mittel, die Pistole, die ihn bekommt. Und auch selbst dafür macht er ja seinen Arbeitskollegen verantwortlich. Das ist ja auch wieder etwas, was ich meine. Keine Selbstreflexion. Ja, nee, der ist ja schuld. Der hat mir die Waffe gegeben. Deswegen habe ich die Waffe mit in dem Krankenhaus gehabt. Deswegen habe ich die verloren. Und deswegen habe ich meinen Job verloren. Und auch das, wenn wir gerade beim Thema sind, Arthur Fleck, auch da wurde er wieder Hintertür offen gelassen, weil er keinen Adoptionsname, also das ist ein Adoptionsname, er hat ja echt gar keinen richtigen Namen. Richtig. Adoptiert ist. Auch die Konsequenz wird ja wieder dann relativiert gegen Ende des Films. Da war sogar Burton mutiger, der einfach mal den Joker Jack Napier genannt hat. Ja. Lasst uns das Ganze mal auch betrachten von den ganzen Comic-Elementen, die mit in diesen Film gebracht wurden. Das ist ja dann, sagen wir mal, eine Art von Batman-Historie, die ja anfängt, dass das Ganze in Gotham City spielt. Mhm. Ich muss sagen, Gotham City per se hat mir sehr gut gefallen. Also, wie diese Stadt sich anfühlt, hat sich für mich richtig angefühlt. Ja, es hatte ein bisschen Dark Knight-Flair, fand ich. Irgendwie waren auch die 80er Jahre recht gut zu spüren und es war halt für mich dieses dreckige New York Gotham City, dieses korrupte, dieses halt runtergewirtschaftete und das fand ich war sensationell gut inszeniert. Was ich per se, sagen wir mal, ein bisschen schwach inszeniert fand, aber das wiederum kann ich mir wieder schön erklären, dass diese ganze Geschichte mit diesem Streik, was den Müll angeht und dieser aufkommenden Unmut der Bürger, das wird ja mehr oder weniger im Hintergrund erzählt, aber man sieht's kaum, man bekommt es kaum mit, was insoweit aber wiederum okay ist, weil der gesamte Film aus der Sicht von Arthur Fleck erzählt wird, denn das ja auch überhaupt keine Rolle spielt. Es ist halt, eine Anlehnung, ich glaube 81 war das halt in New York, ne? Ja, das ist exakt 81, der Müllstreik in New York, wo dann auch plötzlich die Ratten selbst auf den beliebten großen Avenues, also 5th, 6th und 7th Avenue, also die auch von Touristen ja schon immer frequentiert wurden, die am helllichten Tag da über die Straßen liefen, weil der Müll halt nicht abgeholt wurde. Das ist ein direkter Bezug zu 1981. Der Film spielt ja dann auch witzigerweise 1981. Also das ist schon... Inklusive dem Warner-Logo. Richtig, das ist 80er-Jahre-Video-Warner-Logo auch, ne? Was er auf den Videobändern hat aus den 80er-Jahren. VHS habe ich noch hier zu Hause. Genau, was ist halt für mich auch, natürlich kann man es erklären, ich meine, die Kamera ist ja immer sehr nah dran an Arthur und man sieht immer alles aus der Perspektive von Arthur, deshalb macht es halt auch schwierig, alles drumherum zu erfassen, was jetzt wirklich passiert ist und was nicht passiert ist, weil zum Beispiel die Bürger von Gotham für mich halt gar keine Facette irgendwie hatten und hätte es die
Bürger in Gotham bei The Dark Knight gegeben, da hat auf jeden Fall jemand bei eins der Schiffe in die Luft gejagt. So, weil da war ja wirklich, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Also und es ist ja, es macht ja schon Sinn, weil du wirklich, du hast ja keine Szene ohne Arthur. Es passiert ja wirklich alles nur aus Sicht von Arthur und deswegen ist es natürlich auch wieder schwierig, weil man halt, weil Arthur hat sich viele Sachen noch einbildet. Was hat er sich jetzt eingebildet, was nicht? Vielleicht hat ja auch gar keiner diese Clown-Stinger da gemacht. Das ist gemacht. Wiederum aber auch das Konsequente, was man dann wieder dem Film tatsächlich zugute halten muss, dass er das konsequent, er nimmt konsequent diese Position von Arthur Fleck ein und wir bekommen nie eine andere Perspektive außer seine präsentiert. Ja, und der Film wollte das auch immer nur so anschneiden und auch die Gesellschaftsschicht, die sich ja da gebildet hat, die ist ja mit der heutigen ja eigentlich recht zu vergleichen. Gerade was die Schere mit Arm und Reichtum angeht. Und der Film, der will ja eigentlich auch keine politische Agenda oder keine Moralkeule schwingen. Aber dafür schneidet das zu oft halt an, finde ich. Doch, dafür, also ich glaube, genau das ist aber das, das was da passiert. Er macht es viel zu oft. Er ist also eigentlich, also wenn Phillips, glaube ich, jetzt auch behauptet, dass sein Film nicht politisch gemeint ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem ist er als Regisseur ein Stümper, weil beide Gesellschaftsschichten verhalten sich falsch oder können auch scheiße sein. Also das wird Film. Also ja, aber das ist halt so sehe ich das. Das ist halt das Problem. Ich finde, der Film bringt halt 2019 Probleme, versucht halt 1981 zu beantworten. Ja, so ein bisschen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt so ein bisschen, das ich dann halt ein bisschen schwierig finde, weil gerade auch, dass die bösen Banker dann direkt am Anfang abgeschossen werden oder generell, wo wir auch mal drüber reden müssen, ist über die Waynes. Ja. Vor allem halt lass Thomas Wayne. Lass uns mal gleich über Thomas Wayne sprechen. Super, ja. Ihr hattet ja im Cast davor ja schon gesagt, ja, Mensch, da sieht man jetzt auch mal irgendwie so die Arschlochseite von Thomas Wayne. Also hier wieder gerade nicht so als der Gutmensch dargestellt, wie nicht der Batman Begins. Ja. Aber ich habe mir gleichzeitig gedacht, ist das denn wirklich so? Wen sehen wir denn hier? Also ein Mann, der ja ursprünglich sagt, er möchte die Stadt aus dem Dreck ziehen, wird letztendlich auch Opfer dessen, was er eigentlich bekämpfen möchte. Also er hat ja tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ehrenvolle Absichten. Deswegen möchte er ja auch Bürgermeister werden. Woran macht ihr es fest, dass er denn so ein Arschloch ist? Naja, ich meine, also allein wie er halt dargestellt wird, meiner Ansicht nach. Ich meine, erstmal, wie er da breitbeinig pissen geht und da ist er dann vom Joker halt aufgefangen wird und auch wie er dann die Leute, die halt gegen ihn protestieren, als Clowns bezeichnet, das ist halt schon sehr Rudy Giuliani oder sehr Donald Trump-mäßig, wie ich es gefunden habe, sein ganzes Auftreten halt. Dass er sich. Aber ich fand die Szene zum Beispiel bei der Toilette, dass er, klar, er schlägt Arthur Fleck ins Gesicht. Aber er tut das natürlich aus einer Sicht, dass er sagt, ah, Sie waren ja der Typ, der hier meinen Sohn belästigt hat. Was er ja auch gesagt hat, kommen Sie meinem Sohn nochmal zu nahe und ich bringe Sie um. Er ist ja schon in der Rolle wie in zum Beispiel auch in The Dark Knight Returns, in dem Comic, in dem das ein Bruce Wayne ist, der seine Faust ballt, der bereit ist, seine Familie zu schützen und dafür dann auch praktisch so die letzten Meter zu gehen. Von dem her fand ich ihn gar nicht so schlecht dargestellt. Ja, aber er weiß ja, wer ihm da gegenübersteht. Es ist der Sohn von seiner mental kranken ehemaligen Bediensteten. Also ich meine, dass er dann auch nicht der Gesündeste sein wird, ist ja auch klar. Also da müsste eigentlich so jemand wie Thomas Wayne drüberstehen. Naja, der hat ja schon seinen Sohn ziemlich schräg angefasst und dann auch nochmal seinen Bodyguard angegriffen durch den Zaun. Ne? War das eigentlich Alfred? Das ist Alfred? Ja, das ist Alfred, ja. Okay. Übrigens, die schlechteste on-screen Alfred Pennyworth-Interpretation. Okay. Ja, habe ich überhaupt nicht da gesehen. Nee, es ist ich habe mir nur gedacht, bitte lass das nicht Alfred sein und ich habe es dann auch gelesen und die schlechteste on-screen, ich will es nochmal sagen. Ja. Es hätte ja ein Security Guard sein können, ne? Genau. Der vorne am Häuschen sitzt oder irgendwas. Nein, aber er kannte ja die Geschichte auch, ne? Er wusste ja, wer Penny Fleck war. Nee, aber jetzt mal das auch mal hingesetzt. Also ich sehe das wie Rico, also der Thomas Wayne wird so schlecht dargestellt, aber, und jetzt kommt es wieder, es ist halt nur Arthur Flecks Perspektive. Wir erleben es ja wieder nur aus seiner Sichtweise und für ihn, in seiner kranken Sichtweise, ist Thomas Wayne halt ein Arschloch.
So sieht er ihn, weil er hat sich ja nicht um ihn gekümmert, weil er ist ja in Wirklichkeit sein Sohn. Nee. Also da muss ich widersprechen, weil ja, diese Wende kommt ja irgendwann. Also so, weil wenn es danach gehen würde, man sieht es ja in dieser Sequenz, in denen er ja Robert De Niros Charakter als Ersatzvater fast schon bewundert und sich ins Publikum reinwünscht und er darf runterkommen auf die Bühne und das sind seine Vorstellungen. So träumt sich Arthur die Welt zusammen. Und wenn er dann praktisch Thomas Wayne gegenübersteht, müsste er ja auch hier eine heroisierte Figur sehen, die seinem Vater entspricht. Nein, eben denkt, nicht. Das ist er. Eben nicht, nein. Ja, weil er wird konfrontiert. Nein, er fühlt sich von vornherein schon, das ist, wenn er da hingeht, er geht ja hin, weil er enttäuscht ist, weil er seine Mutter zur Rede stellt und die ihm dann was erzählt und daraus schließt er, weil er liest ja diesen Brief, den die Mutter an Thomas Wayne geschrieben hat, also das ist ja in seiner Vorstellung, das ist was passiert, wo die Mutter in den Brief reinschreibt, unser Sohn hat Probleme und muss geholfen werden, also ist Thomas Wayne für ihn auch nur ein weiteres Arschloch, was dafür verantwortlich ist, dass es ihm schlecht geht und unter dieser Prämisse sieht er Thomas Wayne und nicht als theorisiert, das ist tatsächlich Aber nicht in dem Moment, als er ihn auf der Toilette begegnet, weil er nämlich dann schon ankommt und sagt, hey, ich bin's, dein Sohn und so weiter. Also er kommt da schon an, als dass er sich jetzt erstmal vorstellen möchte und hofft auf ein großes Hello. Er sagt ja auch, umarm mich doch. Ja, also er bringt seine Hoffnungen schon mit. Und dann gibt's erstmal im wahrsten Sinne den Schlag ins Gesicht. Er bringt seine Wahnvorstellung mit, dass das jetzt sein Fahren ist. Oh gut, man kann das natürlich als Hoffnung interpretieren, aber de facto ist es nur eine weitere Wahnvorstellung, die er mitbringt. Er begegnet jetzt seinem Vater und er nimmt ihn in den Arm und alles ist gut. Und das ist das Problem von Arthur Fleck in diesem Film. Er denkt immer, dass alle anderen ihm irgendetwas Gutes tun müssen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Alex, wie hättest du denn die Vorstellung gefunden, dass Arthur Fleck tatsächlich der Bruder von Bruce Wayne ist? Ja, damit habe ich auch in den letzten Tagen nochmal gespielt. Ich sag mal so, einerseits spannend. Ja, das hat aber dann wieder irgendwie, weiß nicht. Was Klischeehaftes? Ja, doch, auf jeden Fall. Was Klischeehaftes. Das wäre sogar wieder also was Biblisches. Ja, Kain und Abel. Kain und Abel, so ganz genau. Das hatten wir auch schon in anderen Superheldendarstellungen, wie in Superman, also in Smallville hatten wir das ja auch schon mehr oder weniger. Da wurde das auf jeden Fall immer thematisiert und hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Fand ich aber irgendwo wieder in dem Film gut gelöst, dass sie jetzt gesagt haben, das ist alles nur eine Wahnvorstellung, als er ja die ganze Patientenakte über seine Mutter gelesen hat, etc. Und nochmal auf Thomas Wayne zurückzukommen, mir hat die Darstellung gut gefallen. Er war jetzt nicht dieses riesen Kernarschloch, das stimmt schon. Aber ich empfand auch früher die Darstellung von Thomas Wayne leicht Disney-mäßig. Also immer der liebevolle Daddy und wie nennt man die? Diese Ärzte ohne Grenze, kassiert aber trotzdem immer die Millionen von seinem Konzern. Finde ich ein bisschen blauäugig. Ne? Also. Aber es macht halt die Fallhöhe größer, wenn halt so jemand, der so gut ist, dann stirbt, ne? Ja, aber ich finde auch eine Geschichte wichtig, vielleicht, dass Bruce Waynes Vater vielleicht auch nicht immer nett so der Stadt war und vielleicht dann auch Bruce Wayne, dass er dann aus anderen Gründen das alles ändern muss. Ich hatte ja so den Eindruck, dass die uns damit eigentlich versuchen wollten, zu zeigen, ist am Ende. Dass, wenn dann die Waynes ermordet werden, noch mit diesem letzten Bild, dass Todd Phillips und damit sagen wollte, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, was daraus wird. Entweder wird aus diesem Jungen jetzt tatsächlich Batman, der das Verbrechen bekennt, aber er könnte auch genauso gut so Joker wie Arthur Fleck werden, Joker werden. Das, glaube ich, war die Aussage von der letzten Szene irgendwie. Das glaube ich halt auch, das ist halt so ein bisschen, also ich finde jetzt halt der Bruce Wayne hier, der ist doch viel mehr traumatisiert durch Clowns als durch Fledermäuse, oder? Ja. Wenn der steht so ein Clown vor deiner Tür und fummelt dir im Gesicht rum, dann bringt da so Clowns seine Eltern um, auch nicht mal aus, weil sie dich ausrauben wollen, sondern einfach nur, weil sie hier gerade irgendeinen Psychopathen nachahmen wollen. Also der Batman kommt ja viel zu spät erst in der Stadt auch anderen später, falls er so kommen sollte irgendwann mal. Was ich ja nicht hoffe, ich hoffe, die belassen das bei einem Film. Aber das ist ja dann schon auch, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt. Ich meine,
in dem Film wird ja gesagt, dass irgendwie Penny Fleck vor 30 Jahren für Thomas Wayne gearbeitet hat. Das heißt, Arthur Fleck soll 30 sein. Das ist ja auch... So ungefähr, ja. Mhm. Ja, ja. Gut, man weiß nicht, was er adaptiert hat, aber für 30 sieht er dann schon auch recht alt aus. Das liegt an den Medikamenten, die er genommen hat. Ja, klar. Und dann, weil er so viel raucht. Er raucht echt viel. Ja, der raucht wirklich viel, ne? Und ja, fast in jeder Szene. Ja. Und bis zum Filter. Ja. Aber es waren halt auch die 80er, da war Rauchen auch noch gut. Da hat Rauchen auch noch nicht. Ja, das stimmt. Körper geschadet. Was man aber jetzt auch nochmal festhalten muss, was natürlich in diesem Film auch wieder aufhebt, ist die Tatsache, das sieht man den Film auch an, er ist ja auf echtem Filmmaterial gedreht worden. Er ist ja analog gedreht worden. Ja, ne? Das ist, Aber ganz kurz eine Frage noch. Diese fandet ihr nicht auch, dass diese Wayne-Ermordung, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an so geplant war. Ich glaube, das war irgendwann hat man mit dem Gedanken gespielt und dann hat irgend so ein zugeguckster Hollywood-Produzent gesagt, der ist geil. So tun wir das so rein. Ich habe Martha Wayne gestört in dieser Szenerie. Also die hat ja echt nicht viel Screentime gehabt, aber die hat sich Brigitte Nielsen, oder? Alter. Scheiße. Einfach noch eine große blonde Frau mit kurzen Haaren. Also sie hatte nur eine Szene gehabt. Sie sollte schreien und danach erschossen werden. Und das hat sie nicht gut rübergebracht irgendwie. Ich habe mich da irgendwie echt gestört gefühlt. Also was ich interessant fand bei der Pressevorführung, hatte ich mich ja danach ja mit dem Hennes Bender und dem Gary Streberg unterhalten, davon Bender Streberg. Und da sagte der Gary Streberg, er hätte die Ermordung von den Vans nicht nochmal sehen müssen. Also hätte gereicht, wenn sie das angedeutet hätten. Da habe ich dann noch argumentiert, nee, ich fand die Klasse total klasse inszeniert. Beim zweiten Mal gucken und beim dritten Mal gucken, habe ich das genauso wie Rico. Eigentlich hätte es gereicht, wenn man sieht, wie der Clown in die Gasse geht und dann hätten sie es abblenden müssen, weil eigentlich ist die Szene total kacke inszeniert. Sie sieht gar nicht so toll aus. Ich finde, die hat in dem Film auch nichts zu suchen gehabt, tatsächlich. Nee, passt die auch nicht rein. Das wirkt wirklich wie nachträglich einmontiert. Also die hätten den Schnitt machen müssen, wo der Clown mit der Pistole in der Gasse denen hinterhergeht und dann hätten sie es wegschneiden, weil dann hätte ja sowieso jeder gewusst, was passiert. Ja. Aber ich finde, der Film verlangt einem diesbezüglich eh schon viel ab. Ich habe mich öfters mal wieder aus meiner Fan-Position herausgehoben und habe mir gedacht, okay, wenn jetzt hier Leute sitzen, die jetzt mit diesem Batman-Universum an und für sich nicht vertraut sind, die werden auch mit einem Thomas Wayne im ersten Moment nichts anfangen können und werden wahrscheinlich auch dann eben diese Fallhöhe von, hey, ich bin der Bruder von Bruce Wayne, nicht wirklich verstehen, weil es ja auch nicht so konkret gesagt wird. Ich glaube, der Name Bruce Wayne kommt gar nicht vor. Es kommt nur der Vorname, mein Name ist Bruce. Ja, aber Bernd, jetzt mal ernsthaft, jetzt bei Batman, also ich würde sagen, 5% der Leute, muss ich jetzt schon widersprechen, weil ich mich auch mit Arbeitskollegen unterhalten habe, die tatsächlich auch in Begleitung von Personen waren, die sich damit nicht wirklich auskennen, und die halt dann nicht Thomas Wayne gleichzeitig mit Bruce Wayne zusammensetzen, und für die dann auch nur der Einzelname Bruce jetzt auch nicht gleich in Verbindung mit Wayne gesetzt wird und man sagt, aha, Bruce Wayne. Also da wird einem schon, zumindest als Deutschen, der jetzt nicht amerikanisch mit dieser ganzen Kulturgeschichte aufgewachsen ist, schon ein bisschen was abverlangt. Und dann hätte mir dieses Andeuten von jemandem, der dann nach dem Kino Zorro-Besuch einer Familie hinterherläuft, das hätten nur wir verstanden. Beziehungsweise Filmfans und wir. Aber mal eine Frage jetzt in die Runde. Und die ist jetzt echt politisch gemeint. Sie kommen ja aus dem Kino. Und was lief im Kino für ein Film? Excalibur. Excalibur, ja. Nee. Doch. Zorro, The Gay Blade. Zorro, ne? Gay Blade, ja. Ja, Zorro, stimmt. Ist das Absicht gewesen mit The Gay Blade? Das ist nämlich Zorro mit der heißen Klinge, mit George Hamilton, wo der einen schwulen Zorro spielt. Und ich rätsel die ganze Zeit, war das jetzt ein Statement? Weil das war mir irgendwie so offensichtlich. Ich weiß es nicht. Also eher so politisches Statement nach dem Motto hier, so so ein bisschen auch diesen schwulen Hass darzustellen, weil der unterschwellig angeblich in diesem Film auch vorhanden sein soll, habe ich jetzt in der amerikanischen Kritik gelesen. Da war ich mir jetzt noch gar nicht so bewusst, dass das so ist. Aber de facto läuft im Kino Zorro the Gay Blade, also Zorro mit der heißen Klinge. Gut, jetzt habe ich mal nachgeguckt.
81 war das der einzige Zorro-Film, der rausgekommen ist. Deswegen. Ich hätte auch eher gesagt, das ist das, was dann das Ganze verbindet, und zwar, dass der Film 81 rauskam. Da wird es dann blöderweise keinen anderen gegeben haben. Was sagt ihr zu den zwei Polizisten? Warum war es nicht Gordon? Genau. Oder Bullock und. Genau, oder Bullock, oder, genau. Aber deshalb wieder das, ich meine, deshalb ist es, ich meine, also. Du sagst, okay, vielleicht, ich würde sagen, in den USA haben 90% der Leute die Referenz mit Thomas Wayne, oder wissen, wer Thomas Wayne und Bruce Wayne ist und so weiter und so fort. Und für den amerikanischen Markt wird der Film ja hauptsächlich gemacht. Aber dann, und du hast ja, dann hast du auch eine Psychologin, die es ja schon mal in dem Batman-Comic-Universum gab. Entweder machst du das richtig und tust nur noch die ganzen, machst du noch Name-Dropping im ganzen Film, oder du machst halt gar nicht. Aber ich finde es dann auch bescheuert, neue Figuren zu erfinden. So ein bisschen. Also. Da hätte man schon Gordon nehmen können, einfach. Wenn man schon alle anderen hat. Also, ja. Was ich mich eher gefragt habe beim zweiten Mal gucken, ist, sie wollen ihn ja befragen. Also sie sind ja in einem Krankenhaus, weil offensichtlich gibt es ja Verdachtsmomente bezüglich der Ermordung dieser drei Wall Street-Typen. Und zwar nicht nur Verdachtsmomente, sondern ziemlich konkrete Momente. Wieso nehmen die den nicht eigentlich mit? Ja, weil seine Mama doch krank ist. Ach so, Plot. Okay, alles klar. Plot. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, ich würde einen Clown bringt mit einer Waffe zwei Leute um und am Krankenhaus wird gemeldet, dass ein Clown eine Waffe verliert. Ja, es gab generell so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wie kommt das denn zustande? Wie darf denn überhaupt ein Clown, der ja anscheinend eine schwierige Vergangenheit hat, in einem Kinderkrankenhaus auftreten? Da dachte ich mir dann auch so, boah, ne, es wurde ja irgendwie offensichtlich, dass Arthur Fleck schon vorher Probleme hatte und da wird es wahrscheinlich auch Beschränkungen geben und auf einmal steht er inmitten von Kindern. Ich glaube, das würde man vielleicht so nicht zulassen. Aber gut, das System scheint ja in dieser Stadt ja eh nicht so wirklich zu funktionieren. Das zieht dann wohl sowas mit sich. Ja gut, das ist ja eine klare Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem, ne? Also was auch dass es nicht funktioniert, dass es eben eingeschränkt wird, abgeschafft wird und deswegen solche Leute durch das Raster fallen. Ne? Ich hatte tatsächlich am Schluss so ein bisschen ein Problem damit. Wir haben ja keinen Batman in diesem Film. Das heißt, wir haben einen Joker, der verehrt wird von Leuten auf der Straße, der wütende Mob. Und er steht ja dann da letztendlich auf diesem Polizeifahrzeug und lässt sich wie von einem Publikum beklatschen und feiern. Ne? Das bleibt ja unkommentiert da stehen. Wir wissen zwar irgendwie, ja, das ist ein Verrückter, aber wir haben es hier schon mit, zumindest in dieser Welt, mit einer Heldenfigur zu tun. Für diese Leute, die ihn applaudieren, obwohl er sagt, er hat mit diesen Leuten gar nichts zu tun und mit denen ihrer Bewegung will er auch irgendwie gar nichts zu tun haben. Aber ich fand das schon schwierig, so vom Gefühl her, von dem, was ich da gerade sehe, weil es niemanden gibt, der mir das einordnet. Es gibt keinen guten Batman gegen einen bösen Joker, sondern wir sehen die Reise von jemandem, der verrückt wird, der jemanden umbringt und der am Schluss auch noch laut beklatscht wird von einem wütenden Mob. Und vor allem, das Problem ist, du sagst ja, er selber sagt, er ist nicht politisch, will er nichts zu tun haben. Das ist halt auch ein Mittel, das halt ganz viele, vor allem, das, ich sag's jetzt halt mal, auch Rechte benutzen. Oder auch gerade so Musiker benutzt, der sagen, ja, wir sind ja gar nicht politisch, aber dann halt die Politik trotzdem ganz gern für ihre eigenen Zwecke halt nutzen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt schon so ein Ding, was halt benutzt wird halt. Und deswegen glaube ich schon, dass ihm das gefällt, dass er deswegen, also, ja, sonst habe ich auch das gleiche Problem wie du. Oder generell dadurch, dass es halt nicht für einen nochmal gespiegelt wird oder es keine zweite Meinung dazu gibt, sondern wirklich alles nur konstant aus seiner Sicht erzählt wird, muss man sich dann auch fragen, oder war es überhaupt so? Vielleicht stand er halt auch allein auf dem Auf, vielleicht hat er sich ja die ganzen Leute, die ihn geil finden, auch nur eingebildet. Jetzt aber nochmal zu der Geschichte. Meint ihr nicht, es wäre dann irgendwie stärker gewesen, wenn der Film das so auch aufgelöst hätte und dann gezeigt hätte, dass er alleine auf diesem Auto steht? So wie er das mit seiner Freundin ja eben auch schon gezeigt hatte? Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so gewollt, dass der Film nur mit Zoe Betts und den Hinweis gibt, überlegt, alles, was ihr hier seht, kann fake sein, also nur eine Illusion. Aber das auch nicht weiter ausüben wollte, nach dem Motto, weil der Film will halt, dass wir
uns darüber Gedanken machen. Und auch hier ist wieder der Fakt, es kommt einfach auf die Gemütslage an und je nachdem, wie du, wo du stehst, auch sagen wir politisch oder sonst was, dann kann man dann sehr wohl argumentieren, wie du argumentierst. Und für mich ist es zum Beispiel so, das ist im Prinzip auch nicht real. Das ist auch wieder nur ein Wunschdenken und so weiter. Aber das ist halt jetzt meine Interpretation, weil ich halt den Film jetzt so bewerte als die Wahnvorstellungen eines halt Wahnsinnigen und so weiter. Und auch diese Heldenverehrung, die gezeigt wird, ist ganz klar nur eine weitere Wahnvorstellung bei diesem Irren. Aber wie gesagt, das denke ich mal, es war Absicht, das ist, was ich meine, das ist sogar manipulativ so von Philips und den Machern so eingesetzt worden, dass jeder halt sich was anderes dabei denken kann. Und dann kann natürlich auch da so etwas problematisch, so ein problematischer Gedankengang bei rauskommen. Der ist, glaube ich, mit voller Absicht so da drin gemacht worden. Der ist auch gut so. Ja, wollte gerade sagen. Kommen wir mal zu besprechen. Ja, natürlich. Und ich möchte es auch nochmal betonen, weil ich auch irgendwann mal in einem Film drin saß und mir gesagt habe, wow, krass, ein voller Saal und die Leute geben sich hier dieses Drama. Ja. Hier explodiert nichts, sondern wir gucken einem Schauspieler dabei zu, wie er eventuell minutenlang vor sich hin tänzelt. Ja. Und keiner lacht oder keiner gähnt oder schreit boring oder sonst irgendwas, sondern die Leute gucken sich das an. Und ich finde es einerseits toll und ich finde es andererseits schade, dass es dafür den Markennamen Joker braucht, um Leute für sowas dann ins Kino zu treiben. Ja, das ist die heutige bittere Realität. Damals ein Taxi Driver, der wurde im Kino geguckt, weil ich sag mal, das Publikum noch solche Filme sehen wollte. Heute musst du so einen Film machen, du musst ihn tatsächlich mit Joker machen, damit der sein Publikum bekommt, weil ohne Joker hätte sich diesen Film niemand angeschaut. Aber nach 50 Jahren Filmgeschichte wird es ja immer schwieriger, immer irgendetwas Neueres zu erfinden. Also du musst dich ja irgendwann mal letztendlich an irgendetwas orientieren oder bedienen. Ja, oder also jeder kann immer irgendeinen Vergleich ziehen. Ich finde das aber gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt mal halt einfach einen Comic-Charakter raustut und in ein anderes Genre packt, weil wir haben jetzt 20 Marvel-Filme gesehen. Ne? DC hat es ja versucht, da hinterherzukommen. Es funktioniert nicht. Und irgendwann mal wird auch dieses Publikum die Filme satt werden. Noch nicht, aber irgendwann mal wird der Fall kommen. Da werden auch diese Filme nicht mehr funktionieren. Und wenn Warner Bros. Da schon rechtzeitig umsteigt und mal vorher ausprobiert, wie zum Beispiel in Brightburn, wie heißt er? Hier diese Superman-Adaption zu einer Horrorfilm-Geschichte. Ja, genau. Dann ist das vielleicht zumindest mal ein bisschen frischer mit. Muss ja nichts erstmal Gutes sein, aber man kann ja erstmal ausprobieren, würde ich sagen. Ja, ich würde halt auch mal, ich glaube, DC wäre auch gut dran beraten halt mal, und das kann man bei Marvel gut oder schlecht finden, aber zumindest mal ihre Figuren so zu interpretieren, dass sie halt auch funktionieren. Also, dass sie halt auch mal nah an der Comicvorlage sind. Und das haben sie halt, der Film funktioniert aus anderen Sachen, glaube ich, ganz gut. Aber das haben sie halt schon lange nicht mehr gemacht. Das haben sie auch mit The Dark Knight nicht gemacht. Und ich glaube, wenn man halt mal sich ein bisschen was traut, dann kann man auch einen anständigen Batman-Film auf die Leinwand kriegen. Und den halt auch, der halt auch dort auch nicht nur ein Blockbuster ist, sondern der auch so ein bisschen so eine Mischung aus Burton und Nolan halt ist. Ne? Woran ich ja bei dem Film die ganze Zeit denken musste, war Batman Year One. Es gab ja mal den Versuch, Batman Year One von Darren Aronofsky in Zusammenarbeit mit Frank Miller noch vor Batman Begins auf die Leinwand zu zaubern. Und er sollte ja auch zu so einer ähnlichen Zeit oder zumindest in so einer Interpretation spielen, in so einem New York, in so einem Gotham und natürlich, oder was heißt natürlich, aber der war ähnlich wie Joker, so abseits von der bekannten Batman Origin. Der hat ein bisschen anders funktioniert. Bruce Wayne lebte in einer Werkstatt mit Al, der ein Mechaniker war, und Bruce Wayne erfährt dann irgendwann mal, dass er der Milliardenerbe ist, und bis zum seinem 30. Lebensjahr muss er das angetreten haben, und er kämpft dann sich durch die Prostitution und was weiß ich alles. Also es war eine ganz, ganz merkwürdige freie Interpretation, und irgendwie hat mich der Joker-Film die ganze Zeit daran erinnert, da habe ich mir gedacht, so würde der Film also jetzt aussehen, so würde er sich jetzt anfühlen. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, würde ich jetzt gerne einen Batman-Film in diesem Stil sehen wollen? Nein, will ich nicht. Nein, 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 nein.
Das ist, was ich mit Rico auch schon besprochen habe, wo ich gesagt habe, Rico gefragt habe, will ich Batman gegen diesen Joker antreten sehen? Nein, ja, möchte ich auf keinen Fall. Nee, nein, das klappt nicht. Der haut ihm doch einmal ins Gesicht und ist vorbei. Was geht ab? Na, ich meine jetzt auch gar nicht in diesem Universum. Ich meine einfach auch in dieser Art, sag mal, den Realismus anzugehen. Wir haben es ja hier auch mit dem Joker zu tun, der ja nicht aus dem heraus lacht, weil er verrückt ist, sondern weil er, sag mal, krank ist, weil er das als Tick mit dabei hat, und was ja eher eine krankhafte Reaktion ist, als dass es ja wirklich ein Lachanfall ist. Und dass man sich dann noch stärker, als es Nolan je getan hat, versucht zu erklären, wie dieser Batman wirklich funktionieren würde. Und da wäre, glaube ich, dieser Darren Aronofsky-Ansatz damals noch viel krasser gewesen und konsequenter, als es Chris Nolan war, der ja dann doch diese Hyperrealität eingeführt hatte. Wenn ich mal meinen Wunsch rausbringen darf hier, ich hätte gern so einen Batman, der im Saft steht, der top ist und der sich nicht ganz so an Realismus halten muss, weil dann verliert er halt schnell. Aber Fakt ist, wir bekommen in den nächsten Jahren wieder einen neuen Joker, ne? Und wir haben noch einen amtierenden Joker. Das darfst du nicht vergessen. Wir haben jetzt gerade im Moment parallel zwei Joker und es wird im Reeves-Universum auch noch einen Joker geben. Genau. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, letztendlich ist der Joker halt ein Konzept. Das war, weil, wie gesagt, er ist in den Comics eigentlich ja auch nie ausdefiniert. Guck dir mal an, wie der da schon funktioniert und wie er nicht funktioniert. Bernd hat ja nun eben auch die verschiedenen Origins erzählt. Wie gesagt, deswegen habe ich damit eigentlich kein Problem, dass da jetzt mehrere Joker existieren und so weiter. Wie gesagt, weil der Joker ist letztendlich ein Konzept. Nolan hat ihn ja auch nur als Konzept benutzt. Der hat die Figur Joker genommen und hat daraus einen Terroristen gemacht, der auch in meinen Augen gar nicht mal so wahnsinnig war, sondern ganz im Gegenteil, der sehr planvoll war und sogar sehr logisch in seiner Argumentation, was er da vorhatte. Wir hatten einen Jack Nicholson als Joker, das wieder was anderes war, und wir hatten halt auch Jared Leto als Joker, der komplett anders war. Deswegen habe ich jetzt kein Problem, dass wir einen weiteren Joker präsentiert bekommen. Die Frage ist aber, was Bernd sagt, nee, ich möchte aber keinen Batman-Film in dem Stil sehen. Ich bin dabei Rico, ich möchte halt einen Batman sehen, ja, der halt ein Batman aus dem Comic ist, der ein super Detektiv ist hier, der seine Gadgets hat, nicht unbedingt halt permanent nur mit dem Batmobil durch die Gegend fährt, aber zum Beispiel auch ein Anzug, weißt du, der so ein Mittelding ist aus dem alten Batsuit von Burton und dem, was Christopher Nolan nachher also diesen merkwürdigen Kampfanzug, also wie Arkham Asylum halt zum Beispiel hier, so, oder der in Arkham Knight, dieser Batsuit, sowas möchte ich gerne sehen. Oder meinetwegen bei Batman Year One ist ja auch so ähnlich gezeichnet. Aber nicht kein ultra-realistischen Batman, auf Teufel komm raus. Nee, muss ich nicht haben. So. Lass uns mal über die für euch beste Szene des Films sprechen. Was ist für euch so die Szene, die sich im Kopf festgesetzt hat, Alex, bei dir? Oder habe ich drei? Das ist einmal die Szene Arthur Fleck liest sich da seine Krankenakte von seiner Mutter vor. Das war für mich ausschlaggebend, okay, du wirst jetzt nochmal in so einem depressiven Sumpf gezogen, hier kommst du gar nicht mehr raus. Die Szenerie Arthur Fleck trifft auf Bruce Wayne, das fand ich ganz stark. Und die Szene, Joker ist in dieser Show. Bei Robert De Niro, wie heißt er da eigentlich? Larry? Murray. Murray, genau. Larry heißt der Kameramann. Murray. Die fand ich mega krass. Also da saß ich 10 Minuten lang, ich habe nur in diesem Stuhl hin und her, bin ich hin und her gerutscht, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, was macht er jetzt? Mhm. Hat ja vorher eigentlich immer geprobt, dass ich sich ja sehr selbst erschießen möchte. Dem war ja nicht so. Ja, die 3 Szenen fand ich echt krass. Ich wollte eher sagen, dass ich mal finde, dass Robert De Niro endlich mal aufhören soll, für jeden Paycheck jeden Film zu machen. Ich finde, ihr merkt mal die Lustlosigkeit schon immer mehr an. Weil vor allem, und dann ist auch ihn und Mark Maron da noch in der Szene zusammen hatten, da auch irgendwie nichts draus macht, vielleicht dann auch ein bisschen schade, aber. Ach, ich habe da schon Schlimmeres gesehen bei De Niro. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist tatsächlich das Herz aufgegangen, als ich dann Robert De Niro beziehungsweise Christian Brückner Gotham City habe aussprechen hören. Also es war für mich schon immer ein Traum, dass Robert De Niro mal in einem DC-Film mitspielt. Der ein oder andere weiß es vielleicht noch, dass De Niro mal im Gespräch war für Man-Bat
für einen eventuellen fünften Batman-Film damals nach der Schumacher-Ära. In der geplanten Dark Knight Returns-Verfilmung war er auch für eine Rolle angedacht. Also das hat mich schon öfters mal gedanklich verfolgt. Hey, Robert De Niro in der DC-Verfilmung, das wäre schon klasse. Jetzt haben wir ihn und für mich hat sich's gut angefühlt. Ich hätte ihn zwar gern auch in einer anderen Rolle gesehen, also aber auch grundsätzlich in einem anderen DC-Film. aber wie ihr es ja auch das letzte Mal schon gesagt habt, es ist halt auch schön, Robert De Niro auch mal wieder in einem Film zu sehen, der jetzt nicht für, sagen wir mal, jetzt ein Paycheck eben mal gemacht wurde, um einfach nur mal aufzutreten oder mit dabei zu sein, sondern er hat eine Rolle und ich finde, er spielt die souverän. Ich finde Robert De Niro gerade in so einem Umfeld immer großartig. Und ich finde auch tatsächlich, dass er diese Rolle des Showmasters oder des Talkshow-Hosts sehr gut und glaubhaft rübergebracht hat. Ja, vor allen Dingen, weil er spielt ihn tatsächlich so wie seine Rolle in King of Comedy. Und man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass das wirklich der gleiche Typ ist, der bei King of Comedy zum Schluss ja quasi in Anführungsstrichen gewonnen hat, ne? Wie er dann 30 Jahre später ist. Ne? Ja, deswegen ist ja auch Marc Maron dabei, ne? In der Szene davor, der ja auch in King of Comedy mitspielt. Ja. Aber jetzt nochmal hin dafür, eigentlich wollte Bernd seine Lieblingsszene. Ja, genau. Bernd, jetzt sag doch mal deine Lieblingsszene. Eigentlich jede Szene, in der Arthur Fleck einen Lachanfall bekommen hat. Ich fand das nämlich so schmerzhaft mit anzugucken. Wobei die Szene, als er dann da in dem Club drin sitzt und immer zum falschen Moment lacht. Ja, weil er das Konzept von Witzen nicht versteht oder er möchte es verstehen. Er meint, es ist sogar etwas, was man sich aufschreiben und notieren kann in einem Tagebuch. Übrigens, in der deutschen Fassung ist alles auf Deutsch geschrieben. Richtig. Ja. Echt? Ja, ja, sehr cool. Sehr cool. Drauf geachtet. Also alles handschriftlich und so weiter ist deutsch geschrieben. Das fand ich beeindruckend. Das macht Warner tatsächlich bei all den DC-Filmen, dass das dann eingedeutscht wird. Cool. Die Szene fand ich beeindruckend, weil sie hat so auf den Punkt gebracht. Und auch diese Tagebuchmechanik. Ich weiß nicht, ob die inspiriert ist tatsächlich von Heath Ledger, weil Heath Ledger hat sich ja damals selber ein Tagebuch angefertigt und in dem immer notiert, was der Joker lustig fänd. Zum Beispiel AIDS. Dann, klar, das gesamte Finale, was in der Talkshow dann eben stattfand, dieselbe Anspannung. Wobei ich vorher es recht lustig fand. Wie hieß denn die Ärztin? Dr. Sally? War das ihr Name? Ja, das ist Dr. Sally. Ja, das ist, da sind wir bei einer meiner Lieblingsreferenzen und Lieblingsszenen aus The Dark Knight Returns. Ne? Das ist richtig, also wie er sie dann abknutscht. Ja. Musste auch sofort an Dark Knight Returns denken. Fand ich sehr cool. Wenn wir schon bei so Anlehnungen sind oder Hommage-Geschichten, ich fand die Szene, in der kleine Bruce Wayne dieses Rohr an seinem Spielplatz runterrutscht, wie in der 60er-Jahre-Serie dann später auch. Ja. Für mich war es eine offensichtliche Anspielung. Es gibt aber keine Anspielung in dem Film, hat auch Todd Phillips gesagt. Nein, es gibt keine Easter Eggs. Das ist ja was ganz anderes. Easter Eggs sind aber Anspielungen. Nein. Freunde. In Joker gibt es keine Easter Eggs. Es gibt Reminenzen und Anspielungen an Comics. Das war es. Aber es gibt keine Easter, keine versteckten. Das war ohne Witz. Das ist völliger Quatsch und Blödsinn. Okay, weil. Nee, kommt eigentlich deine Lieblingsszene, Rico. Du bist dran. Das Problem ist halt, ich bin echt einfach zu haben. Gib mir irgendeine alte Rockhymne und einen coolen, aufgenommenen Shot und ich bin halt schon zu haben. Und hier White Room von Cream, wie das Polizeiauto zur Seite fährt, ist halt schon echt geil. Ja. Das fand ich schon echt cool, muss ich sagen. Ja, meine Augen. Ja, das war echt schon echt, also da mit sowas hast du dich halt echt immer. Und ja, also was ich auch cool fand, es hat man leider schon im Trailer verraten und ich habe das Gefühl, das komplette Pro-Material baut darauf auf, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Szenen im Joker gibt. Aber als er da so rauchend die Treppen runtertanzt, fand ich auch irgendwie ganz cool tatsächlich. Ja. Also da ist eigentlich für mich nur die Szene davor noch bedeutender. Das ist aber auch schon im Trailer zu sehen, weil das wirklich mal wieder so ganz klassische Filmsprache ist, wie er den Flur entlang geht und hinten ist dieses hell erleuchtete Tür Ausgang, wo symbolisch dargestellt wird, er hätte da rausgehen können und er wäre halt dann nicht der Joker gewesen. Ne? Und nein, er geht natürlich nach vorne, dann setzt diese Musik ein, ne? Er geht nach vorne aus dem Bild raus und wir sehen hinten den Ausweg,
alleine im Bild hin, dann kommt halt diese Treppenszene, wo er runter tanzt. Das heißt, es ist in dem Moment, wo er dann vollständig diese Persona angenommen hat, ne? Oder die Persona endgültig aus ihm rausgebrochen ist, der Joker, ja. Das war also auch definitiv meine Lieblingsszene hier. Und wie Rico schon sagte, ja, die Autoszene sehe ich genauso mit den Songs. Hat man mir auch ganz, ganz schnell den richtigen Nerv getroffen. Da, wo ich dann auch nur noch da sitze, boah, ist das geil. Ja, du machst halt echt nicht viel falsch mit, ne? Auch der Gary Glitter-Song, ne? Der ist auch, ja, also der trifft bei mir auch volle Kanne Nerv, ne? Ja, ja. Wenn wir schon gerade beim Soundtrack sind, Gerd, du hast gesagt, du hast dir den Soundtrack besorgt. Ja, hab ich. Alex, du auch? Ja, auf iTunes. Kann man sich das anhören? Ja, also ist das ein Soundtrack, den man so... Ja? Das ist tatsächlich Musik. Das fällt im Film gar nicht so sehr auf, weil man, weil im Film, im Kino ja vor allen Dingen die tiefen Töne, ne, halt omnipräsent sind. Man hat ja eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich höre da nur einen Bass, der Geräusche macht. Ne? Aber de facto sind das tatsächlich mehrere Streichinstrumente. Das ist auch ein Kontrabass und das sind tatsächlich Melodien. Und jedes Stück ist auch als Stück als solches zu erkennen und es ist auch immer anders wie das die anderen Stücke. Der ist sehr kurz, der hat, glaube ich, 17 Stücke und geht nur 37 Minuten, aber deckt, glaube ich, wirklich alles ab und man kann den sich wirklich anhören und interessanterweise hat er auch den gleichen Aufbau wie im Film, weil das letzte Stück nennt sich Call Me Joker und das ist dann auch, wo die Musik am pompösesten wird. Interessanterweise. Also er funktioniert wunderbar. So, den Soundtrack ist sowieso, das ist also einer meiner Lieblings-Soundtracks geworden innerhalb kürzester Zeit, weil der ist absolut fantastisch in meinen Ohren. Und falls ihr den nochmal seht, die Verfolgungsjagd zwischen den zwei Polizisten und dem Joker über den Straßen, wo der Joker später nochmal mit dem Taxi angefahren wird, der Score, der erinnert mich schon sehr stark wieder an The Dark Knight. Da sind auf jeden Fall Instrumente, die dem Soundtrack auf jeden Fall sehr ähneln. Das ist ja die Mitkollaborateurin von dem Johan Johansson, der letztes Jahr gestorben ist. Der hat ja wiederum den Soundtrack hier zu den mehreren Denis Villeneuve-Filmen gemacht, unter anderem Sicario und so weiter. Und sie hat ja dann bei Sicario 2 die Musik gemacht und so weiter. Das klingt sich ähnlich. Und die haben wiederum damals ja auch mit Hans Zimmer kollaboriert, ne? Das heißt, das kommt ja nicht von ungefähr, dass da gewisse Ähnlichkeiten auch in der Instrumentenwahl sind, weil auch bei The Dark Knight werden hauptsächlich Streicher, Bassstreicher und so weiter eingesetzt. Und das ist ja das Joker-Thema aus The Dark Knight, ist ja auch nur eine gespielte Cello-Seite, ne? Die also einen ganz bestimmten Ton spielt, der in verschiedenen Stufen variiert wird und so weiter. Und im Prinzip ist das Gleiche hier auch. Also sie ist wohl Cellistin und Komponistin und ihr Instrument ist das Cello. Der Soundtrack besteht auch zum größten Teil aus Cello-Aufnahmen und ein paar kein richtiges Schlagzeug, eher Percussion-Instrumente und so weiter. Und er baut sich langsam auf. Wie gesagt, das letzte Stück ist das, wo man am ehesten sagen kann, ist ein orchestrales Soundtrack, aber man kann sich tatsächlich den ganzen Soundtrack anhören, weil jedes Stück für sich ist eine Melodie. Also das geht. Das geht auf jeden Fall. Muss man nur die Stimmung zu haben. Ja, er ist... man sollte ihn natürlich jetzt nicht hören, wenn man Selbstmordgedanken hat, ne? Weil da ist ja und beim Autofahren ja da auch nicht unbedingt. Ne? Ihr habt ja jetzt Begleitung gehabt, teilweise im Kino. Wie ging es denn den Leuten? Also wie haben die den Film empfunden? Genauso wie ihr oder wart ihr da schon auch konträrer Meinungen? Ich habe beides erlebt. Also bei dem ersten Mal war eine gute Bekannte von mir mit. Die fand den Film mehr oder weniger abartig. Das hat sie mir so auch so mitgeteilt. Also da, auch da war diese kontroverse Gewaltdarstellung und so weiter. Und das ist, was ich meine. Die hat alles Mögliche gesehen und meinte dann, aber hier bei diesem Film, das wäre halt alles so realistisch. Sowas durfte man nicht im Kino zeigen. Also sie fand den Film als äußerst unangenehm. Und vorgestern in der Vorstellung war das dann eher so, ja, ich kann verstehen, warum der so gut ist. Aber da wurden auch schon teilweise auch so kritische Töne laut, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt auch schon an mir lag, weil ich den Film jetzt zum dritten Mal gesehen habe und da ich schon einen ganz anderen Diskussionsansatz hatte, ne, mit dem ich da dran gegangen bin, als jetzt, wenn ich das erste Mal gemacht hätte. Deswegen will ich mich dann jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Beim dritten Mal brauchen wir auch schon Sitzfleisch, ne? Beim dritten Mal. Ja, es ist hart.
Ja, also wir haben ja diskutiert und ich habe dann die erstmal reden lassen, was sie gut finden. Dann habe ich ihnen erklärt, warum der Film nicht gut ist und dann haben wir noch weiter diskutiert. Nee, also das Problem ist halt immer so, wenn du dann halt mit Leuten halt, was du halt auch meintest, vorhin, die halt sich wenig auskennen mit Comicbuch und so weiter, wenn die halt, wenn du halt mit denen diskutieren willst und dann kommt halt als Antwort so ein bisschen, das hat halt einer gemacht von meinen Kumpels, die dabei waren, also ja, es ist doch nur ein Film. Und ich finde, dann disqualifizierst du dich dann immer schon selber, so, wenn du halt, ich will so Sachen schon ernst nehmen, irgendwie, wenn ich drüber reden will. Und wenn du halt sagst, es ist nur ein Film, das ist halt schon eine Bankrotterklärung an dich selbst und auch an das Medium Film halt, ne? So ein bisschen. Und ich wollte dann schon auch, aber mit den anderen konnte man dann ganz gut reden, das war dann okay. Und ich habe dann halt auch gesagt, und tatsächlich mein einer Kumpel, der halt ein riesen Robert De Niro-Fan ist, der hat es halt gesagt, dieses Paycheck-to-Paycheck-Ding über Robert De Niro. Der meinte, ja, irgendwie, das ist ja schon irgendwie, man merkt ja mal an, dass dem wahrscheinlich die letzten Filme, die er mitgemacht hat, nicht mehr so Spaß gemacht haben. Und, aber, ja, ansonsten waren die schon auch schon angetan von Joaquin Phoenix Schauspiel und auch von dem Score. Was auch Gerd gerade meinte, den fand ich auch cool. Weil der halt die ganze Zeit so, als ob man irgendwie so Gänsehaut hat, finde ich, auch immer im Score die ganze Zeit. So, so ein andauernder Ton. Wie fand denn deine Frau, Bernd? Ja, genau. Ja. Also tatsächlich sind wir erstmal da gesessen und haben uns dann noch so die erste Hälfte des Abspanns angeguckt. Und ich glaube, da hat ganz viel im Kopf gearbeitet in dem Moment. Und dann haben wir so angefangen, uns drüber zu unterhalten. Und ich glaube so, Sie fand den sehr gut. Sie würde ihn sich aber nicht nochmal angucken. Sie hat gemerkt, das reicht. Das, was sie jetzt da gesehen hat, reicht für sie. Sie hatte auch tatsächlich so ein bisschen Befürchtungen. Sie möchte sich ungern von Filmen runterziehen lassen. Und das hat sie natürlich jetzt hier auch vollends bekommen. Aber sie war schon angetan. Mich hat es insoweit ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, ihre Vorstellung des Jokers war ja immer, dass sie sagt, der Joker ist eine wahnsinnig unterhaltsame Figur, weil alles, was der tut, den guckt man ja mit Begeisterung zu. Und ich fand, das ist hier anders. Man guckt hier jemanden nicht mit Begeisterung zu, also sondern schon fast, dass man seinen Blick eigentlich jedes Mal irgendwie abwenden möchte. Dass man das eigentlich, dass es kaum zu ertragen ist, was man da mit angucken muss. Und dass die Figur, die eben am Schluss dabei rauskommt, eben nicht der unterhaltsame Mastermind, dieser Unterhaltung, der so einen großen Unterhaltungswert auch noch hat. Das kommt halt da hinten rum nicht raus, aber sie fand es trotzdem sehr spannend und halt auch eben nachvollziehbar inszeniert für sich. Das ist das, finde ich, das Erschreckendste. Was ich an diesem Film immer noch so habe, ist einfach der Punkt, und deswegen empfinde ich den, habe ich ihn auch jetzt immer noch als unangenehm, das ist die Tatsache, wenn du mitten in der Nacht U-Bahn fährst, ne, könnte es dir sehr wohl passieren, jetzt nicht mit dem Clowns-Make-up, aber dass dir so ein Typ gegenüber sitzt. Das ist das Erschreckende an dem Joker-Film. Ich glaube, das ist, was die Leute auch so bedrückt und so weiter. Das ist halt nicht dieser unterhaltsame Fun-Clown, den wir aus den Filmen kennen. Oder selbst Heath Ledger ist ja unterhaltsam als Joker. Ja, ne? Absolut. Ne? Absolut. Und obwohl es ein absolut brutales Arschloch ist, aber trotzdem ist er unterhaltsam. Aber nein, bei diesem Joker ist einfach dieser Punkt wird erreicht, wo man irgendwann denkt, ja scheiße, du könntest irgendwo sitzen und da könnte so ein Typ sitzen und dann weißt du ja nicht, ob der Typ dann so krank ist wie in diesem Film. Ne? Das heißt, das ist das, glaube ich, was einem Angst macht an dem Film, was so bedrückend ist. Alex, deine Begleitung? Ja, habe ich ja schon von zu Beginn erzählt. Ich war mit einem langjährigen Freund drin und der fand den schon sehr beklemmend, den Film. Also der hat, war anschließend noch mal mit ihm noch ein paar Bierchen trinken und wir haben über den ganzen Abend über den Film geredet. Und der hat sich schon oft gefragt, wann hört diese depressive Stimmung auf? Wann hört wann hört das auf, dass er immer geprügelt wird und noch tiefer und noch tiefer und noch düsterer? Da muss ich schon sagen, da bin ich schon etwas abgestumpft gewesen. Ich habe dieses Jahr noch einen schlimmeren Film gesehen. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Also es ist nicht für jede Gemütszulage. Ne? Also meinem Freund geht es wirklich sehr gut, aber der hatte wirklich Probleme teilweise damit. Obwohl er auch wiederum sagte, der Film ist toll gefilmt, er interessiert sich auch hobbymäßig viel für Fotografie. Und er sagte, das war sehr schönes Bouquet, hat er gesagt. Mhm. Ja. Musstet ihr denn mal lachen in dem Film? Ja, als er gegen die Tür gerannt ist.
Stimmt. Das ist kein Mastermind-Charakter, ne? Nee. Ganz im Gegenteil. Ja, nee, also lachen musste ich nicht. Ich habe eher nur Mitleid mit diesem armen Mann die ganze Zeit gehabt. Und das war dann auch wieder mein Problem, was ich auch mal vorher mit Gerd besprochen hatte. Will ich mit so jemandem Mitleid haben? Das, wenn es zulässt. Wie gesagt, ich hatte kein Mitleid mit ihm. Also das ist, für mich war der von Anfang an, wie gesagt, weil er halt einfach nicht fähig war, Selbstreflexion. Es waren immer die anderen und so weiter. Deswegen hatte ich da das Problem nicht mit dem Mitleid. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, warum das bei vielen Leuten passiert, warum das dann halt auch so diese Anti-Helden-Geschichte aufkommt. Das ist ja das Interessante. Jeder kann da für sich das reininterpretieren, wie es bei ihm gerade ankommt. Und das ist ja auch das Tolle wieder an dem Film. Deswegen sage ich, er regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und es ist egal, ich glaube, wir könnten jetzt auch zu sechs oder acht Mann hier diskutieren und so weiter. Und jeder von uns wird den Film dann doch wieder ein bisschen anders sehen und so weiter und wieder Dinge anders interpretieren. Wie gesagt, und das wollte der Film ja auch. Und weil er das geschafft hat, wie er sagt, das ist das, was ihn letztendlich groß macht. Das muss man auch einfach noch, kann man nicht oft genug sagen. Gott sei Dank. Also wie gesagt, bei aller Kritik, die ich jetzt auch geäußert habe, Gott sei Dank hatten wir mal einen Film, der dafür sorgt, dass wir wirklich diskutieren können. Ja. Und nicht nur einfach so Szenen abhaken. So, ja, war geil, ja, war cool, ne? Und dann flog das Auto in die Luft, ja, ne? So, das ist es doch. Nee, wir haben mal wieder einen Film, über den man sich inhaltlich mit Leuten unterhalten kann und auch wahrscheinlich die Köpfe einschlagen kann und sonst was. Und wie gesagt, wann hatten wir denn das letzte Mal? Ich glaube, das war wirklich so Dark Knight, ne? Wo wir so einen Film hatten, der so, also, ich sag mal, so ein populärer Film, ein Popfilm, ein Popkulturfilm, der so den Mainstream angesprochen hatte. Wann hatten wir das letzte Mal? Also im Hause DC ist es schon ein bisschen länger her, ja, wenn es nicht gerade um so kontroverse Geschichten wie Batman wie Superman ging und generelle Qualität der aktuellen Filme. Nee, so muss ich auch sagen, dieses Experiment, was Warner hier eingegangen ist, und wir haben das ja auch tatsächlich sehr kritisch auch am Anfang gesehen, muss ich sagen, per se hat es funktioniert, aus finanzieller Sicht sowieso. Also für eine 55-Millionen-Dollar- Produktion, kann sich der Film gerade über nur noch lachen über jeden einzelnen Cent, der da. Übrigens, eben die News gelesen, Warner ist jetzt sauer, weil sie hatten so viel Skepsis bei dem Projekt, dass sie sich das Budget aufgeteilt haben mit Village Roadshow und noch einem anderen Studio und jetzt natürlich durch drei teilen müssen. Wobei 55 Millionen jetzt nicht das Riesenrisiko gewesen wäre, muss man sagen. Rein finanziell, monetär gesehen, ja, der Wahnsinn. Also dass diese Gewinnmarge, die der Film einfährt, ist, das kriegen halt sonst nur immer die billig produzierten Horrorfilme eigentlich hin. Mhm. Ich finde es auch tatsächlich im Sinne einer Elseworld-Geschichte und, sagen wir mal, eines, dass man praktisch die Comic-Welt nochmal mit einer anderen Art Film bereichert, finde ich es auch sehr gelungen. Ich finde, dass das hier auch immer noch was anderes ist als Logan. Ich finde, dass das hier immer noch was anderes ist als Venom. Ja. Also all die Filme, die versuchen, irgendwie ein bisschen was anders zu machen, ist das hier nochmal eine ganz andere Nummer. Und eine, die sich auch tatsächlich, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, wertvoller anfühlt. Von dem her muss ich sagen, ich bin überrascht, dass der Film tatsächlich so gut funktioniert hat. Ohne dass man das Gefühl hat, hier wurde wieder irgendwie was angepasst und hingedreht und man hat versucht, irgendwas nachzueifern, sondern man hat einfach so versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen. Ob ich das jetzt vermehrt so sehen möchte bei DC? Übrigens, das DC-Logo, kam das überhaupt vor im Vorspann? Nein. Das hat man geschickterweise, das hatte ich auch zu Rico schon gesagt, konsequenterweise, es steht zwar am Anfang DC Studios, aber es ist ja in dieser merkwürdigen Schriftart nur geschrieben, hat man eigentlich tatsächlich wirklich vermieden, das Ganze als Comicfilm zu vermarkten. Das ist also konsequent also auch durchgezogen worden und zieht sich ja auch tatsächlich hier in diesem Film durch den ganzen Film. Ne? Also es wird ja auch am Ende. Nein, für Warner war das kein Comicfilm. Also so ist er auch, er ist nicht als Comicfilm vermarktet worden. Ja, aber wie gesagt, brauche ich mehr davon? Nö, aber Qualität gerne. Ja. Und für den Ruf von DC-Filmen, glaube ich, trägt der Film schon sehr viel bei und hilft eventuell auch weiter, sich
nicht nur nach anderen Sachen oder an anderen Sachen orientieren zu müssen, sondern auch eigene Wege zu gehen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Demnächst ja Birds of Prey. Da lief auch der Trailer dazu im Vorfeld zu dem Film. Ja, war ja. Jetzt vorgestern bei uns in der Vorstellung auch. Das ist schon ein derber Kontrast, finde ich. wohl wahr. Gut, habt ihr noch Gedanken zum Film, die ihr noch loswerden wolltet? Irgendwas, was euch aufgefallen ist? Irgendwas, was ihr noch ansprechen wolltet? Ich meine, über den Film gibt es viel zu diskutieren und das könnten wir jetzt auch noch ein paar Stunden, aber wir sind schon kurz vor Mitternacht. Anmerken möchte ich eigentlich nicht mehr wirklich was. Ich hoffe, dass der Film für sich steht, dass man darauf jetzt, nur weil der Film jetzt ein Erfolg wird, dann den nächsten, aus dem nächsten 150 Millionen Film machen muss. Und ja, und hätte der Film, und ich glaube, der Film hätte besser funktioniert, hätte er nicht so mit Gewalt darauf bedacht, so der nächste Film zu sein, den sich irgendwelche Studenten als Poster in ihr Zimmer hängen. So, der hat ja schon arg drauf gepocht, ein Kultfilm zu sein. Oder pochte der arg drauf. Und das darf, tue ich ja ein bisschen schwer mit, aber ansonsten, ja, es ist schon auch gut, dass es den gibt. Und allein wegen Joaquin Phoenix sollte man sich den auf jeden Fall angeguckt haben, den Film, finde ich. Ja. Also wie wir merken, zu dem Film gibt es einige Meinungen und Stimmen und davon haben wir auch einige gesammelt, also von euch Hörern. Ihr habt uns versorgt mit euren Eindrücken vom Film, teilweise direkt nach der Vorstellung und die hört ihr jetzt direkt im Anschluss nach dem Abspann auf unserem Bad-Anrufbeantworter. Ich sage danke in die Runde, danke für die Besprechung, hat Spaß gemacht, diesen Film auch nochmal so auseinanderzunehmen, beziehungsweise ihn jetzt eventuell auch in einem völlig neuen Licht zu sehen. Wie gesagt, mein Durst, ihn nochmal zu sehen, ist auf jeden Fall jetzt wieder hochgebracht worden. Danke, dass ihr die Zeit hattet und wünsche euch allen plus den Hörern eine gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Also ich habe den Joker genau genommen schon am Mittwoch gesehen bei der Preview und wollte aber trotzdem schon meine Meinung dazu mitteilen. Und zwar war ich wirklich physisch und psychisch vollkommen erschöpft und das meine ich wirklich sehr positiv, weil ich habe seit Jahren keinen so kompromisslosen Film gesehen und eigentlich habe ich schon etwas in die Richtung erwartet, aber selbst das wurde vollkommen übertroffen. Es ist einfach ein wahnsinnig gutes sozialkritisches Drama, das wirklich auch in jeglicher Hinsicht einfach in Intensität kaum zu übertreffen ist, denke ich. Was wirklich unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass es eine Comic-Verfilmung in dem Sinn ist. Ich meine, natürlich nicht jede Comic-Verfilmung muss Superhelden und Umhänge haben, aber in dem Fall war das einfach unfassbar. Also man hat den Schmerz einfach von Arthur Fleck gefühlt durch die Leinwand gespürt und auch die Gewalt, die halt nicht Splatter-Niveau war, war halt einfach so roh und krass. Also das Typ war wirklich Oscar-verdächtig und einfach auch die ganze Umgebung und alles Mögliche und das moralische Dilemma, in das der Film reinstößt und mit dem er noch entlassen wird. Also ich war lange nicht mehr so nachhaltig beeindruckt von einem Film und das meine ich nicht nur als Fan vom Joker oder dem DC-Universum, sondern wirklich ganz allgemein, was Filme anbelangt, also wirklich unfassbar großartig. Und ich finde es gut, dass es kein CGI-Gekloppe ist und jeder, der das erwartet und das dann als schlecht bewertet, der sollte da sowieso nicht rein. Ich komme gerade aus einem Film. Ich hatte von mir ungefähr eine 15-minütige Autofahrt gehabt, Heimfahrt. Und ich habe einen Film gedacht. Ich habe nachgedacht, wie ich einen Film gefunden habe. Beim Film gucken war ich einfach geflasht gewesen. Ich war schon ziemlich gehypt. Ich konnte echt nicht abwarten, den Film zu sehen. Und eigentlich ist es schlecht, wenn man so gehypt ist. Dann fliegt man aufs Maul meistens. Aber der Film schafft es trotzdem, einem Hype gerecht zu werden. Ich bin total begeistert. Die schauspielerische Leistung ist wunderbar. Die Bilder und der Score. Der Score, der ist unfassbar einprägend. So gut, ey. Wenn man die Trailer nicht angeguckt hat und ein paar Kritiken durchliest, denkt man checkt den Film, man weiß, wie der Film abläuft, aber stimmt gar nicht. Der Film überrascht einen. Sogar die kleinen Witze, die hier vorkommen, die sind gigantisch, die sind gut, die sind richtig gut, hab gut gelacht. Und das ist eine sehr interessante Joker-Darstellung. Und ich bin sehr froh, dass kein zweiter Teil mehr kommen wird. Der Film ist, so wie er ist, sehr zufriedenstellend.
Man könnte auch sagen perfekt, wer will, aber ist sehr, sehr gut der Film. Hi Jungs, hier ist der Flo. Ich war gerade Joker und bin hin und weg. Der Film war einfach großartig. Also so eine intensive, anspruchsvolle, ja, und krasse Comic-Verfilmung habe ich in jüngster Zeit schon lange nicht mehr gesehen. Das i-Tüpfelchen für mich war natürlich Joaquin Phoenix Performance als Arthur Fleck. Der Film hat mir als Zuschauer aber auch einiges abverlangt, da ich Beobachter einer finsteren Entwicklung war, die sich im ruhigen, aber intensiven Erzählfluss dramatisch zugespitzt hat. Solche Verfilmungen darf es jetzt in Zukunft bitte öfter geben. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis die Tage dann. Ciao! Nach der zweiten Beschauung dieses Films kann ich wirklich behaupten, dass ich zumindest eine Deutung für mich wissen kann, dieser Film ist brillant. Der Soundtrack ist meisterhaft minimalistisch, würde ich behaupten. Die Geschichte ist aber ebenso brillant und einfach. Also sie ist einfach gestrickt, aber die ist so bewegend, so emotional. Also ich gerade im ersten Drittel oder selbst sogar im zweiten Drittel, ich habe da echt mitgefühlt. Aber das ist mein Film des Jahres. Es ist so auf den Punkt gebracht, ohne Kompromisse, kein Sequel, kein Prequel. Ich will da nichts anderes sehen. Das ist einfach nur ein geiler Film. Das ist der Arthur, wie er sich selbst, gerade durch den Ausdruckstanz, was er dort immer wieder macht, ohne spoilern zu wollen, aber der schält sich dort selbst raus. Und irgendwann hat er es. Und dann ist er richtig wahnsinnig. Und das ist erschütternd, das ist dämonisch, aber das ist filmisch einfach richtig geil. Also genial, möchte ich sagen. Und so sollte man den Film halt auch betrachten. Man sollte ihn nicht politisch aufbauschen oder psychologisch möchte gern irgendwelche Deutungen reinmachen oder da auch akribisch hinterher sein, ja, das kann aber so gar nicht klinisch sein. Es ist und bleibt ein genialer Film. Und ich danke wirklich diesen Machern dafür. Das hat die Comicwelt wirklich mal ein bisschen gebraucht. Nochmal so einen kleinen, das habe ich geschnipst, nochmal so einen kleinen Ansporn, macht mal ein bisschen besser. Macht man nicht immer so ein sondern macht's mal anders. Ich war ja gestern mit 4 Freunden im neuen Joker-Film. Darunter waren auch 2 Mädels und eine Freundin davon, die kannte sich im Vorfeld gar nicht so gut mit der Joker-Figur aus. Wobei ich persönlich auch sagen muss, das braucht man auch gar nicht, um den Film zu verstehen. Klar ist der Film auf der einen Seite eine Comic-Adaption, welche sich auch an verschiedenen Comics bedient. Sie könnte auch locker im Batman-Universum spielen, aber auf der anderen Seite ist es ein Crime-Drama, welches realistisch dargestellt wird. Ich hatte als Zuschauer das Gefühl, dass der Film eher auf unserer Erde spielt. Im Vorfeld hatten wir natürlich auch Erwartungen an den Film und leider muss ich sagen, wurde ich durch die Medien beeinflusst. Also ich persönlich fand den Film jetzt nicht so heftig, wie er in den Medien dargestellt wird. Ich fand den Film sehr, sehr gelungen. Und die Schauspielleistung von Joaquin Phoenix war einfach grandios für mich. Also ich finde, es war auch Oscar-würdig, was er auf der Leinwand dargestellt hat. Ich fand die Origins des Jokers eine der besten, die ich jemals gesehen habe, da sie sehr realistisch war und sein Lachen stand auch im Kontext zur Geschichte. Ich hatte das Gefühl, dass so etwas, was ich hier gerade sehe, wirklich passieren kann. Ich hatte das Gefühl, es ist eine Geschichte aus dem wahren Leben. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.